Ja, herzlich willkommen zu unserem Format Telefterion. Neben mir sitzen Andreas Beutel und Charles Fleischhauer. Ich bin Axel Voss und wir haben dieses neue Format hier ins Leben gerufen mit diesem etwas merkwürdigen Namen. Telefterion aus dem Griechischen kommt aus der Antike der Mysterientraditionen und bezeichnet wortwörtlich erstmal einen Ort der Einweihung. Und zwar mit Hilfe der eleusinischen Götter Demeter, Persephone und Dionysos. Und ist dann benannt natürlich nach dem Telefterion im berühmten Eleusis, wo die Mysterienbünde berühmt waren, gefeiert über 2000 Jahre Geschichte. Und wir haben diesen Namen gewählt, um einfach anzuknüpfen an die Einweihungsgeschichten, die uns heute betreffen. Und dazu, ja, willkommen, dass ihr hier seid zu unserer ersten Folge. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich riesig. Also bin schon super gespannt auf unser Gespräch. Böse Zungen nennen uns ja auch die philosophischen Europäer gegen die Profanisierung des Abendlandes. Und ich bin mir sicher, dass wir diesem Titel heute auch gerecht werden, in dieser Dreierkonstellation. Und wir haben ja auch angedacht, dass daraus eine Serie wird, dass es mehrere Episoden geben wird von Telefterion. Und ja, heute haben wir uns im gepflegten Ambiente hier versammelt, um praktisch dieses Format gehörig einzuweihen. Ne? Ja, richtig, genau. Sozusagen. Ja, genau, zur Eröffnungsveranstaltung oder zum Treffen. Das andere kann dann eventuell auch mal online sein oder mit Gästen oder auch mal bei mir oder bei dir oder so. Und ich freue mich auch sehr drauf, hier zu sein und auch mit euch zusammenzuarbeiten. Wir beiden haben ja schon mal eine Sendung zusammen gemacht und genau. Ja, wir kennen uns schon etwas länger. Wir schon über einige Jahre jetzt. Mhm. Und ja, Charles, du hast deine Themen nahezu so deckungsgleich mit meinen gehabt, dass ich gesagt habe, wir mussten uns einfach treffen. Also ja. Das blieb gar nicht aus. Wir sind dann auch über, wie lange haben wir telefoniert? Erstmal so 2 Stunden Erstkontakt. Und dann haben wir gemerkt, da kommt einiges, worüber wir auch sprechen, worüber wir uns auch schon seit vielen Jahren beschäftigen und auseinandersetzen. Ja, wir haben viele, viele thematische Schnittpunkte. Ja. Und das ist halt dieses Interesse für Mysterienkultur, könnte man sagen, überhaupt Kulturgeschichte, Religionsgeschichte, philosophisch, spirituelle Hintergründe auch des Abendlandes, wenn man so will. Und das ist ja auch diese Schnittmenge dann wieder zu dir, zu deiner Auseinandersetzung mit der heiligen Geometrie, mit diesen schöngeistigen Aspekten ja, unserer Kultur. Und wir haben ja auch angedacht, dass wir diese Dreierkonstellation ins Leben rufen, um philosophische Themen zu besprechen und zeitgemäße Themen, um das mit Nietzsche mal zu sagen. Ganz genau. Also nicht das Zeitgemäße, worüber jetzt jeder spricht, sondern eine ganz eigene Betrachtungsweise auf verschiedene Sachverhalte, die uns aber doch alle betreffen. Und eben in Bezug auf abendländische Traditionen, ich sag mal aus dem Bereich auch der Mysterien, der Einweihung, der Esoterik, wenn man so will, obwohl das ein etwas abgedroschener Begriff mittlerweile ist. Und der Philosophie, in der man dann aber auch eben erkennt, dass, auch wenn das weit weg scheint, das doch immer wieder Geschichten des Lebens erzählt und uns etwas zu erzählen hat für die heutige Zeit. Also für das, was jetzt gerade an Fragen ansteht, dass die teilweise die Menschen schon vor 1000 Jahren bewegt hat, vor 2000 Jahren oder vor 500 Jahren, dass es auch universelle Fragen des Lebens sind. Und dass man mal ein bisschen wegkommt von dem, was sowieso alles gesagt ist um die heutige Zeit, wieder den Blick weiten, zu sagen, da ist noch mehr und eben auch etwas, was, sagen wir mal, Hoffnung bringt oder was uns weiter trägt. Ja? Wenn wir auf die Geschichte unserer Vorfahren schauen, da sind Weltkriege dazwischen gewesen oder Katastrophen, aber wir hören eben immer noch alte Lieder, alte Texte, alte Schriften und die erzählen etwas. Und sie waren den Menschen so wichtig, dass sie die auch behalten haben. Ja? Wie viel Bücher sind verbrannt, versottet, was weiß ich, verschwunden. Und wie viel davon ist aber erhalten, weil es wichtig war, weil es unsere Kultur ausmacht. Ja, und das wieder hervorzuholen oder diese Schätze auch zu zeigen
Und ich glaube, das ist ein befruchtender Ansatz, wenn wir drei von verschiedenen Seiten drauf schauen, dass wir eben auch den Menschen zeigen können, da gibt es mehr, das ist wichtig, sich mit alter Philosophie zu beschäftigen. Und ein volles Bücherregal ist nicht bloß Dekoration, sondern da ist auch Inhalt drin, der wichtig ist für uns. Ja, was ja auch in unserer Zeit gerade ein sehr zeitgemäßes Thema ist, ist die Angst. Und ich würde gern in unserer Runde diesem zeitgemäßen Angstthema ein unzeitgemäßes Thema, nämlich die Bewältigung der Angst, einmal gegenüberstellen. Die Nutzbarmachung der Angst. Oder was Angst überhaupt ausmacht, was sie darstellt auf einer tieferen Ebene und wie sie uns bei Transformationsprozessen helfen kann. Ja. Und da sehen wir ja die Spuren gerade in den Mysterien, die auch mit dieser Angst gearbeitet haben. Und alle Einweihungen gehen wir in der Geschichte diesen roten Faden ab, also diese gnostischen Erkenntnisse, die es ja einmal gab. Da war eben die Beschäftigung mit der Dunkelheit, mit dem Unbekannten, mit dem Bedrohlichen, was es zu überwinden galt in dieser klassischen Heldenreise. Das war die große Herausforderung, mit der man, so die Perspektive auch seit der Antike, es geschafft hat, sich selber zu überwinden und zu sterben und wieder aufzuerstehen. Ein Stirb und Werde nach Goethe. Und dadurch auch eine neue Perspektive anzunehmen. Also auch eine Hoffnung darüber zu finden. Und das war eben auch das, was Cicero über die Mysterien sagte, das Wichtigste und das Heiligste, was die Griechen aus der Antike auch den Römern und uns vererbt haben, das ist nicht etwa die Demokratie oder großartige Erfindungen in Architektur oder anderen der schönen Kunst, sondern das waren diese Mysterienkulte, weil sie eben einen in diese Angst brachten und diese Angst aber jeweils überwinden ließen. Das heißt also, du kommst wirklich neugeboren aus dieser Erfahrung, aus diesem Ritual raus und hast danach weniger oder vielleicht sogar gar keine Angst, gar keine Furcht mehr vor dem Sterben. Und das stärkt dich natürlich in einer Weise, wie wir uns das heute kaum vorstellen können. Was ich interessant finde oder was mir da ein Ansatz zu sein scheint, wenn du auf dein persönliches Leben schaust, wann machst du die größten Veränderungen? In Niederlagen. In Niederlagen oder eben in Umbruchssituationen. Wenn man in einer Partnerschaft ist, denkt man, ja, das müsste ich machen, aber nicht jetzt, weil jetzt ist gerade, läuft es oder so. Aber dann ist eine Trennung und dann ist so eine Umbruchssituation und dann fasst man ganz viele Sachen an. Und möglicherweise aus dieser Beobachtung heraus hat man gesagt, okay, dann forcieren wir mal so eine Umbruchssituation oder eben ich bringe den Menschen in eine Situation, wo seine Rahmenkonzepte nicht mehr funktionieren, wo er völlig überfordert ist, loslassen kann. Und dann kann sich etwas öffnen und er kann wieder neu sortieren. Ja. Und neue Impulse herausnehmen oder eben die Bausteine neu zusammensetzen, die sein Leben bisher ausgemacht haben. Ja. Ich glaube auch, ein wichtiger Aspekt bei der Angst ist erstmal rein biologisch ein Überlebensmechanismus. Angst ist uns angeboren, gibt, glaube ich, keinen mir bekanntes, zumindest Wirbeltier, das keine Angst verspüren würde. Würden wir keine Angst empfinden, würden wir mit großer Wahrscheinlichkeit sehr schnell sterben. Ja, wir würden einfach bei Rot über die Ampel laufen, wir würden uns Gefahrensituationen hemmungslos ausliefern. Das heißt, Angst hält uns erstmal auf dieser ganz profanen Ebene am Leben. Sie ist eine Notwendigkeit. Nun ist es aber so, uns ist diese Angst vor dem Tod auch angeboren. Und diese Angst vor dem Tod, die uns auf der einen Seite am Leben erhält, die bindet uns aber auch an das Materielle, an unser Leben, an unser Ego. Und die Konfrontation mit dieser Angst in einem, ich würde es mal sagen, rituellen Kontext, in einem Setting, wie es in Einweihungstraditionen stattfand und teilweise auch noch heute findet, gibt uns die Möglichkeit, dieser Angst in einem geschützten Raum zu begegnen, sie kennenzulernen, sie zu transformieren und im gewissen Sinne auch zu sterben. Es geht um ein geistiges Sterben und ein auch geistiges Wiederauferstehen als andere Person, als Eingeweihter, als Initiant. Ja, und dabei finde ich auch schön, dass du den Begriff Angst verwendest auf den Todesbezug, also Todesangst und nicht Todesfurcht,
Weil ich habe das mal so gelernt, Furcht ist definiert. Also man fürchtet sich vor dem Tiger. Mhm. Aber der Tod ist so unnennbar und so geheimnisvoll, das Numinose, das nicht fassbare, dass mir da die Angst auch als Begriff viel treffender erscheint, weil, wie Shakespeare schon sagte, das unbekannte Land wir niemals erforschen können. Und da haben wir halt Schwierigkeiten, uns konkret vorzustellen. Und mir ging es so, in meiner Kindheit habe ich immer versucht, mir vorzustellen, was ist denn eigentlich, wenn ich nicht mehr bin? Mhm. Und dann kam so ein Kribbeln im Bauch, wo ich sage, das ist mir unheimlich, weil ich diesen Zugang nicht finde. Und es ist bedrohlich, aber gleichzeitig ist es so unnennbar. Ich kann es nicht greifen. Und daher habe ich immer versucht zu sagen, ich kann mich nicht näher mit diesem Tod auseinandersetzen, obwohl ich sehr viel darüber gelesen habe. Die ganzen Bücher in meiner Kindheit habe ich dann Moody und Kübler-Ross gelesen, die Silberschnur, Nahtoderfahrung, der Tunnel mit dem Licht am Ende. Und dann denke ich, okay, das sind vielleicht auch nur Metaphern, es sind Bilder eines kollektiven Unbewussten, aber ich kann beim besten Willen nicht näher rankommen. Ich kann für mich selber nicht an den Tod herankommen. Ich denke doch, dass man näher rankommt. Mhm. Also eine Sache ist, aus der Geometrie habe ich gelernt, fraktal zu denken. Mhm. Fraktal ist, nehmen wir ein Fünfeck als Beispiel, dann kann ich in das Fünfeck einen Fünf-Stern einzeichnen. Ja. Und in der Mitte von dem Fünf-Stern finde ich wieder ein Fünfeck. Mhm. Und in dem Fünfeck kann ich wieder einen Fünf-Stern einzeichnen, ja. Wieder Fünfeck, Fünf-Stern und so weiter. Und das ist dann, man sagt, selbstähnlich. Mhm. Also egal, auf welcher Größenebene ich mich befinde, ich finde immer wieder das gleiche Muster. Wenn wir sehen, wie das Universum fraktal aufgebaut ist, können wir vielleicht erkennen, dass unser Leben auch fraktal gebaut ist. Weil wir ja auch manchmal sagen, der Schlaf ist der kleine Tod. Ja. Und fraktal gesehen ist ein Tag wie ein Leben. Wir kriechen früh aus der Bettdecke, also wir werden geboren und haben alle Möglichkeiten und irgendwann, naja, es wird dunkel, die Müdigkeit kommt und wir kämpfen dann vielleicht noch, ich will noch das erreichen, ich will noch das erreichen. Und wir müssen uns aber dann dem Tod, also dem Schlaf stellen und irgendwann kapitulieren und sagen, okay, es wird heute nicht mehr. Ich lege mich jetzt hin. Ich kann das hinauszögern, aber irgendwann kommt der Schlaf dann doch und zieht mich runter. Ja, und ich kann mich voller Vertrauen in den Schlaf legen und wache am nächsten Morgen wieder auf und dann geht ein neues Leben sozusagen los. Ja, insofern üben wir eigentlich schon den Tod jeden Tag, obwohl wir das nicht wissen oder nicht so bewusst haben. Das ist ja ein interessanter Gedanke, weil wenn man den weiterspinnt, würden wir auch im Zustand des Schlafes und des Träumens das Leben nach dem Tod proben. Ja, zum Beispiel. Also wir gehen auf jeden Fall in andere Welten, aber wir lernen auch, wir kommen wieder. Mhm. Wir tauchen ein in die Anderswelt und wir kommen doch wieder hier an. Mhm. Das ist ja ein stoischer Gedanke, dass man sagt, Leben heißt ein Leben lang sterben lernen. Ja. Also genau, ich kenne es als, lass den Tod dein Lehrmeister sein. Mhm. Und dir immer, mach dir das immer mal wieder gegenwärtig, was du so für Träume hast. Aber eben auch, ja, was willst du erreichen in diesem Leben? Ja. Setz dich mal damit auseinander. Du wirst nicht ewig sein. Und wir sind jetzt so ein Stück weit in einem Alter, wo nicht mehr so viele Geburten um uns herum passieren, sondern wo die ersten Freunde verschwinden. Wo der Tod immer mal wieder von ferner Winkel sagt, hallo. Und wir dann doch wieder, okay. Und manchmal auch in unfassbaren Konstellationen, wo man sagt, was, der jetzt schon? Mhm. Wo man sich dann auch sagen muss, okay, es ist nicht sicher. Mhm. Also es ist nicht... Ich habe zwar einen Plan, ich will 150 werden, ne? Aber es ist nicht sicher, dass ich das erreiche. Ich muss auch immer damit rechnen, dass ich vorher abgerufen werde. Ja. Und da sind wir wieder also bei dem Unnennbaren oder bei dem Ungreifbaren. Ich glaube, dass es danach weitergeht oder bin mir sicher. Aber trotz allem muss ich mich in meinem Leben auch mit dieser Schwelle, mit der Angst, mit dem Unnennbaren oder erstmal aus menschlicher Sicht Ungreifbaren auseinandersetzen. Mhm. Darauf einlassen, dass eines Tages doch mal der Schnitter kommt, oder? Ja, und in dieser Hoffnung, die ja auch aus der Antike kommt, über Babylon, Ägypten, Griechenland, bis nach Rom, dann man sich Vorstellungen gemacht hat über
die Insel der Seligen zum Beispiel, das Elysium, was auch etymologisch verwandt ist natürlich mit Eleusis, also ne, der Ort, wo man sagt, okay, hier komme ich an und hier habe ich es geschafft. Und die Vorstellungen, die man sich damals gemacht hat, die finde ich insofern bemerkenswert, weil die Ägypter nur für das Jenseits gelebt haben und die Griechen eigentlich genau das Gegenteil gemacht haben. Die Griechen haben absolut im Jetzt, im Augenblick und in der Gegenwart gelebt. Und für die war das Jenseits eigentlich relativ uninteressant, weil da war man eben in diesem Zustand der Dämmerung, wo man sagt, man lebt zwar weiter, aber man hat keinen sinnlichen Zugang mehr. Also man kann etwas essen und man schmeckt es nicht und das ist alles so nebelig, so dumpf. Und das war die griechische Jenseitsvorstellung. Und dann kommen eben die Erfahrungen durch diese antiken Mysterien, die nun ein ganz anderes Bild davon machen. Und diese Erfahrungen, die, und das fand ich zu der damaligen Zeit auch besonders interessant, jedem zugänglich war, der Griechisch sprach. Also auch Barbaren, auch Sklaven, Frauen, all die, die nicht an den offiziellen Feiern teilnehmen konnten, die konnten nach Eleusis pilgern und konnten diese Erfahrung machen. Und diese, ja, wir sprachen gerade von Niederlagen und Veränderungen. Und diese Transmutationen, die wir in unserem Leben oftmals erleben, aus einer Not heraus, aus einem Schmerz, aus einer, ich sag mal, sich erfüllenden Angst, wo wir sagen, ich bin völlig zerrüttet, ich muss mich neu sortieren, das haben wir, denke ich, in unserer Gegenwart in den seltensten Fällen. Also wir sind, zumindest ich kann das von mir sagen, doch sehr wohlbehütet aufgewachsen. Wir haben nie einen Krieg erlebt. Wir haben nie wirklich bittere Armut erlebt und was es heißt, wirklich zu hungern und in diesen Grenzsituationen auch Erfahrungen zu sammeln. Und daher auch die Initiationsriten, die früher stattfanden in der Adoleszenz, die haben wir ja heute gar nicht mehr. Also wir machen den Führerschein oder wir gehen vielleicht zur Kommunion, Konfirmation, aber da fehlt irgendwas. Da also ist ich hatte Jugendweihe. Du hattest Jugendweihe? Ja. Ja, genau. Ja, was ich interessant finde und was man vielleicht auch nochmal für unsere Zuschauer ein bisschen plastischer machen kann, was sind jetzt eigentlich die Mysterienkulte? Man hat in der antiken Welt natürlich eine Vielzahl von Religionen, viele Lokalgottheiten, teilweise auch Gottheiten, die einander entsprechen. Dann wird der römische Mars dem griechischen Ares gleichgesetzt. Zum Beispiel, was man nicht hat, was dann eher, ja, ich würde sagen, vielleicht in der Spätantike, im Mittelalter entsteht mit Christentum und Islam und Judentum, ist eine religiöse Intoleranz. Ja. Das heißt, es gibt in der antiken Welt eigentlich eine große religiöse Pluralität und Toleranz. Und in diesem großen, bunten Flickenteppich, würde ich sagen, der Gottheiten, Kulte und Schulen, da entwickeln sich dann in der Spätantike, zumindest dann ganz deutlich als vielleicht dominante Strömung, die sogenannten Mysterienkulte. Und bei den Mysterienkulten steht meistens eine, manchmal ist es auch ein Paar von Gottheiten im Mittelpunkt. Denken wir jetzt an Isis und Osiris, an Mithras. Attis und Kybele. Genau, wenn man es genau nimmt, auch an Maria und Christus. Das heißt, da stehen diese Gottheiten im Fokus. Und es gibt eine mythische Erzählung rund um die Gottheit. Und es gibt ein oft lokal gebundenes, ja, wie soll man sagen, Initiationszeremoniell. Es gibt Feierlichkeiten, wo dann die Mysten, die Initianten hinkommen und eingeweiht werden in diese Mysterien. Und dann im Regelfall geht es dabei um Tod und Wiedergeburt und eben diese Begegnung mit der Angst. Und das Interessante daran ist, dass schon antike Autoren die Mysterien eigentlich als das beschrieben haben, was die antike Welt zivilisiert hat. Ja. Wo der Mensch oder der Geist, der kollektive Geist, wenn man so will, vielleicht könnte man das so sagen, seine ethischen Maßstäbe draus gezogen hat, die Inspiration empfangen hat.
Ganz anders, als wir uns das vielleicht als Kinder der Aufklärung vorstellen, die der Meinung sind, ja, ethische Maßstäbe, so wie das jetzt vielleicht in der modernen Philosophie der Fall wäre, die entstehen durch Ratio, durch Nachdenken, durch Abwägen. Aber ich glaube, diese Dinge sind tatsächlich durch Initiationserleben, durch veränderte Bewusstseinszustände letztlich den Menschen zugänglich geworden. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, und das ist vielleicht die interessante Frage, wie liefen denn diese Initiationen ab, so dass sie in der Lage waren, so viele Individuen zu transformieren, neue Bewusstseinsstufen für eine große Anzahl von Menschen möglich zu machen und dadurch letztlich die ganze Kultur und Zivilisation voranzubringen und wenn nicht gar auf eine ganz andere Ebene zu führen. Ja, und dabei ist es natürlich auch außergewöhnlich, dass es wirkliche Geheimkulte waren. Das heißt, man musste wirklich um sein Leben fürchten, wenn man darüber sprach und wenn man es ausdiskutierte. Und da bist du genau bei diesem Aspekt, die Ratio außen vor zu lassen. Es gab nur das Erleben, die direkte Erfahrung und aus dieser Erfahrung heraus eine ganz individuelle Transformation. Und darüber sprach man nicht. Und das hat sich wirklich über Jahrhunderte gehalten. Und daher wissen wir heute relativ wenig. Wir können viel mutmaßen, wir können uns viel zusammenstricken, vielleicht auch aus dem, was danach an Einweihungsritualen fortgeführt wurden, in anderer Form. Aber was ich so interessant finde, ist, du hast es schon gesagt, es gibt diese Arkandisziplinen, ja, den Mysterienkulten, ja, die natürlich zwei Ebenen hat. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich das große Arkanum, das man erlebt, aber gar nicht mitteilen kann. Insofern ist man zum Geheimnis dazu verurteilt, ein Geheimnisträger zu sein. Mhm. Zum anderen ist es natürlich das etwas profanere Arkanum, die Kulthandlung für sich zu behalten. Vielleicht für sich zu behalten, wer noch Teil des Kultes ist. Aber was ich ganz interessant fand, diese Mysterienkulte erwachsen ja aus der antiken Religion, in der Spätantike. Und wenn wir jetzt mal vielleicht gute 1000 Jahre, ein bisschen mehr in die Zukunft schauen von diesem Zeitpunkt aus, dann sind wir so in der Renaissance. Und in der Renaissance wird die Antike wiederentdeckt. Mhm. Und in einem gewissen Maße, glaube ich auch, ja, dann auch durch die Auseinandersetzung mit Platon wieder belebt und etwas versetzt nach der Renaissance ein paar Jahrhunderte, dann haben wir die Aufklärungszeit, ja, und eigentlich auch ein Wiederaufleben von Mysterienkulten. Mhm. Nur heißen sie dann anders, dann ist es die Rosenkreuzerei, die Freimaurerei, aber ich finde diese historische Parallelität eigentlich total spannend. Mhm. Ich würde gerne mal so eine grundsätzliche Struktur eines Rituals versuchen, also das greifbar zu machen. Also wir können das Unnennbare nicht nennen, aber wir können sagen, wie ein Ritual generell abläuft. Und da gibt es aus meiner Sicht, also ein Ritual braucht einen Raum. Ja. Der kann räumlich sein, der kann aber auch zeitlich sein. Das ist beides möglich. Und Raum heißt aber auch, oder Ritual, muss man nicht so, sagen wir mal jetzt, dunkel mit Kutte und Fackel oder sowas sehen, sondern ein Ritual kann es auch sein, mein Badezimmer am Morgen. Ja. Ja, also ich bereite mich drauf vor, ja, dann entkleide ich mich, dann gehe ich ins Badezimmer hinein und komme verwandelt hinaus. Ja, das ist also, es gibt die Zeit vor dem Ritual, dann gibt es die Zeit des Rituals und dann, also das Ritual wird eröffnet, dann findet das Ritual statt und dann kommen wir aus dem Ritual raus und wir sind verwandelt. Und das kann aber eben auch ein Gespräch sein, in das wir hineingehen oder eine Schwellensituation. Mhm. Ja, und das ist meiner Ansicht nach das, was in einem Mysterienkult im weitesten Sinne gemacht wird. Aber natürlich gibt es die Gefahr des Verstandes, der immer alles kontrollieren will, der seine Position sieht. Ich kann dir das erklären, pass auf. Das ist dafür da, das ist dafür da. Und es soll ja genau darauf nicht hinauslaufen, dass man es nicht erklären kann, sondern dass man eben den Faden verliert und sich hingibt in die Situation. Es hat auch immer was mit Vertrauen natürlich zu tun. Und ich gehe davon aus, der das Ritual macht, hat die Fähigkeit, mir Räume zu zeigen in mir, die ich anderweitig nicht erreichen würde. Ne? Ich kann, sagen wir mal, 1000 Mal über die Liebe nachdenken und 1000 Bücher über die Liebe lesen. Aber ich muss
irgendwann über die Schwelle gehen und zu einem Date zum Beispiel gehen. Und es ist ja auch ein Raum, ein räumlicher und ein zeitlicher Aspekt und vielleicht entwickelt sich was daraus oder möglicherweise, ne? Aber ich muss dort auch sterben. Also ich muss meine Konzepte fallen lassen und mich nackig machen und ganz der Situation hingeben, um das Mysterium der Liebe zu erfahren. Du brauchst auch Mut dafür. Du brauchst Mut, ja. Mhm. Ja klar, also du musst anerkennen, dass es etwas gibt, was du nicht kontrollieren kannst. Ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, was sind jetzt eigentlich die Elemente, die wir brauchen für einen Mysterienkult, für eine Einweihung, eine Initiation? Zum einen wäre da natürlich der Neophyt, der, um es in der Sprache der Freimaurerei zu sagen, der Suchende oder der Leidende. Derjenige, der jetzt eigentlich nach Einweihung begiert, der in sich dieses Verlangen spürt. Ja, es gibt aus der Freimaurerei so einen schönen Satz, ich war von Dunkelheit umgeben und spürte ein Verlangen nach dem Licht. Mhm. In dem Moment, wo man zum Suchenden wird, und das ist etwas ganz Individuelles, das kann man sich auch nicht vornehmen, das passiert auch nicht jedem Menschen, nicht jeder Mensch wird im Sinne der Mysterien ein Suchender. Aber es gibt immer wieder Menschen, denen das widerfährt, die vielleicht spüren, dass die Welt, so wie sie sie erleben, ja, zu flach ist. Vielleicht sind die zwischenmenschlichen Beziehungen auch zu flach. Es fehlt immer eine Tiefe. Es fehlt ein Sinn, etwas Höheres. Es fehlt vielleicht dieser Blick hinter den Schleier der Täuschung. Man ist in dem Zustand, wo man einfach nur das Gefühl hat, da muss doch mehr sein. Das ist doch nicht alles oder das ist irgendwie das falsche Leben, in dem ich stecke. Insbesondere, wenn man in Zeiten lebt, wo die Lüge so offensichtlich wird oder so massiv, dass man das eigentlich nicht mehr aushalten kann oder sagen würde. Rein theoretisch müsste das oder könnte das viele Menschen vielleicht zu so einem Prozess anregen. Insofern ist auch diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, gar nicht negativ zu bewerten. Mhm. Denn tatsächlich, das Überbetonen der Lüge wird auch dazu führen, dass es mehr Menschen gibt, die ein Verlangen nach dem Licht spüren. Ja, genau. Und aber das Mysterienwissen zeigt ja, dass die Menschen, die diese Verwandlungsprozesse erforscht haben, und mancher würde vielleicht heute rumirren und sagen, das kann doch so nicht weitergehen oder das ist doch unfassbar, was hier passiert. Warum deckt das niemand auf? Warum ändert man das nicht? Und dann kann man aber in den Mysterienwissen sehen, ja genau, da bist du auf der richtigen Spur. Du musst nicht im Nebel suchen, sondern genau dort ist es. Oder geh jetzt mal richtig in die Dunkelheit hinein. Stell dich mal diesem Unnennbaren und versuche das auszuhalten und zu navigieren und damit klarzukommen. Ja, man fürchtet sich vor der Apokalypse, mhm, aber weiß nicht, was das Wort eigentlich bedeutet. Was ich bis vor, sagen wir, 3-4 Jahren auch nicht wusste. Ja, die Offenbarung, die Entschleierung, es wird etwas Unsichtbares sichtbar, was gerade jetzt, wie du richtig sagst, die Offenlegung, ja, passiert. Ja. Genau. Jetzt kommt viel hoch. Mhm. Und wir haben also nicht nur einen Raum, womit du begonnen hast, um dieses Ritual zu fassen, sondern innerhalb dieses Raumes findet jetzt eine Bewegung statt. Du hattest gerade davon gesprochen, dass ein Suchender das Licht sucht. Und es kommt auf ihn zu. Also der Ruf, würde man sagen, in der klassischen Definition der Heldenreise, geht in dem Neophyten, in dem Suchenden, in dem, der später zum Adepten werden wird, einfach los. Es ist dieses Ticken, dieses, was stimmt mit meinem Leben nicht, dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht an das ran, was das Leben für mich bedeutsam macht, intensiv macht. Diese Suche nach Sinn und auch nach dem, was da noch ist. Also die Frage, da muss es doch mehr geben. Und diese Reise, die dann beginnt, findet eben in diesem Raum statt. Und das ist eben genau das, wo es dann den Mut bedarf, über diese Schwelle zu treten, mhm, um von der vertrauten Welt in die andere Welt zu kommen. Und ich finde, da gibt es noch einen wichtigen, ganz wichtigen Aspekt, den ich gerne mit einbringen würde. Und zwar habe ich oft den Einwand gehört gegen Initiationsschulen, gegen Religion, gegen Kulte, Sekten, wie auch immer. Der Einwand, ja, es geht doch am Ende um ein Schau in dich und das kann ich doch auch alleine. Und das ist nur bedingt richtig. Natürlich, es gibt diesen Weg wie beim Buddha. Der Buddha hat dieses Verlangen nach Erkenntnis, nach Erlösung,
verlässt den Palast. Ich kenne die ganze Geschichte nicht in jedem Detail, aber sagen wir so, am Ende meditiert irgendwo allein in der Wildnis, erlebt die Erleuchtung. Das ist, erstmal ist das eine Fabel, ein Mythos, den ich jetzt gar nicht schmälern möchte, aber für mich ist ein bisschen fraglich in der praktischen Anwendung, für wie viele Menschen dieser Weg so gangbar ist. Das ist für extreme Individuen durchaus möglich. Für die Mehrheit der Menschen und derer, die dann in sich dieses Verlangen nach Licht spüren, nicht unbedingt. Das ist ein unglaublich harter Weg und ein Weg, der unheimlich viel Selbstdisziplin und Stärke erfordert, die man im Regelfall zu diesem Zeitpunkt, wo man suchender wird, noch gar nicht hat. Und deshalb kommt im Mysterienkult oder in der Initiationsschule eben das Element der Sozialität, der Gemeinschaft hinzu. Das heißt, du als Suchender musst dich in die Hände einer Gemeinschaft begeben, die dich leitet. Und das finde ich besonders interessant, wenn man das jetzt auch, wenn ich an die Freimaurerei denke, du begibst dich auch nicht in die Hände eines Gurus, eines einzelnen Lehrers, der dich anleitet. Das wäre jetzt vielleicht der indische Weg. Ja. Sondern in der abendländischen Einweihung begibst du dich eigentlich in die Hände einer Gruppe, die dich trägt. Eine Gruppe, die dich ans Mysterium schrittweise oder man könnte auch sagen gradweise hineinführt. Es ist individuell, aber es ist gleichzeitig auch kollektiv. Und dieses scheinbare Paradoxon löst sich auf, indem, und so hat es mir auch damals jemand erklärt, der mich dann zur Seite nahm und sagte, ich führe dich mal quasi in die Höhle des Kaninchenbaus, dass du in dieser Gemeinschaft mit all denen bist, die eigentlich, ob jetzt ethisch oder lichtsuchend, ein ähnliches Ziel verfolgen. Jeder aus seiner Perspektive heraus. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch, den man bei König Artus findet, dass die Ritter sich aufmachen, um den Heiligen Gral zu suchen. Jeder seinen eigenen Weg suchend und den Weg, der am wenigsten betreten war, um jetzt mit Robert Frost zu sprechen, geht, um nicht einen vorgetrampelten Pfad zu folgen. Mhm. Und die Gemeinschaft geht auf und jeder arbeitet aber an sich selbst und stützt sich durch den anderen. Und das ist ein Gefühl, das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Vor allem ist auch dieser Aspekt dabei zu beachten, dass man erstmal sein Ego zügeln muss. Denn im Normalzustand, wobei, was heißt Normalzustand? In dem Zustand, in dem wir vielleicht erstmal auf die Welt kommen, durch die Welt wandern, sind wir erstmal im Regelfall ziemlich ego-gesteuert. Wenn dann dieses Verlangen der Suche nach Licht in uns erwacht, dann wird das Ego vielleicht schon ein wenig weniger. Oder wir merken, das ist nicht ganz so wichtig, aber das ist noch lange nicht weg. Wir laufen noch mit diesem Ego rum. Es stellt das Unnennbare stellt eine Frage an das Ego und dann kann das Ego nochmal drei Kreise drehen, aber letzten Endes muss es sich dem Unnennbaren stellen, in welcher Form auch immer. Und dieses sich dann einer Kultgemeinschaft anschließen, ist auch erstmal die erste Prüfung für das Ego. Da muss das Ego erstmal wirklich hinnehmen, denn du musst dich ja im Mysterienkult dem Unbekannten hingeben. Du weißt sei es die Freimaurerei, das Rosenkreuzertum, der Mithraskult, die Eleusinischen Mysterien, der Initiant, der kommt, der weiß nicht, was ihm blüht. Mhm. Der muss die Katze im Sack kaufen. Der muss sich einem Vorgang hingeben, von dem er nicht weiß, wie der ausgehen wird oder auch aussehen wird überhaupt. Und das ist schon mal die erste Übung, dieses Vertrauen dann in etwas Übergeordnetes zu haben und sich hinzugeben. Und da kann man eine Brücke schlagen zu dem, was du dann letztlich aus amorösen Abenteuern beschrieben hast. Aber natürlich, es ist genauso. Auch in der Liebe muss man sich erstmal hingeben, muss loslassen. Genau, also ich habe das nur darauf beschrieben, als Beispiel, dass das klar wird, dass es immer ein Ritual ist. Also du beendest deine Schule und hast eine Lehrstelle bekommen. Dann hast du irgendwie einen Vertrag unterschrieben, aber der erste Tag auf Arbeit oder in der neuen Lehrstelle ist ja auch eine Einweihung, ist auch ein Ritual. Du verlässt deine alte Welt und gehst in die neue und dann entsteht ein neuer Raum. Ja, das musst du jetzt gar nicht auf das Amoröse beziehen, sondern jeglicher Schritt im Leben ist immer ein Ritual oder hat die gleichen Phasen. Es gibt die Schwelle
wo es dann irgendwann kein Zurück mehr gibt. Die Schwelle ruft mich. Ja? Sagen wir mal, also jetzt hat man das Beispiel hier Lehrer, aber es kann eben auch sein, das Kind wächst auf und genießt die Nähe der Eltern und den sicheren Rahmen und irgendwann, ich will nicht mit denen in Urlaub fahren. Mhm. Oder darf ich zur Petra rübergehen oder so, dann verlässt es das Nest und irgendwann ist eben, da ruft die Schwelle und irgendwann sagt das Kind, jetzt bin ich so weit, dass die Angst vor der eigenen Wohnung nicht mehr größer ist als ich. Und dann wird es trotzdem eine Herausforderung, aber dann musst du da drüber gehen und diese Schwellenerfahrung ist immer die gleiche. Ich muss dir zustimmen und zugleich widersprechen. Also ich finde dein Beispiel total schön, weil du aufzeigst, wie diese Ritualstruktur auch unser ganz normales, profanes Leben durchzieht. Mhm. Und es funktioniert ja auch analog zum Mysterienkult. Ja, du hast da recht, auch dann muss man die Angst überwinden, wenn man in die erste eigene Wohnung zieht und. Der Unterschied ist nur zu einem Mysterienkult oder so einer Tradition, dass man dort dann natürlich diese profane Welt verlässt, zumindest symbolisch, und sich einer ganz anderen Dimension von Angst und Schwelle stellen muss. Mhm. Also es ist analog zu dem, was du beschrieben hast, aber es geht halt weit darüber hinaus. Es findet auf einer absoluten Metaebene statt, auf einer metaphysisch. Ja, tatsächlich, auf einer metaphysischen Ebene, sodass es dann auch wirklich zu einem wirklich seelischen Transformationsprozess führen kann. Mhm. Und das ist vielleicht das, was für unsere Zuschauer, das ist, was sie da rausziehen können aus unserer Unterhaltung über dieses Thema, dass es halt eben zum einen diese Ritualstruktur gibt, die du beschrieben hast, im Leben von uns allen, aber zum anderen auch einen noch höheren Zugang eben durch solche Strukturen. Und das sind vielleicht diese Erschütterungen, die einen ergreifen. Und diese Ergriffenheit, das ist ja auch so etwas, wo du sagst, nur durch diese Erschütterung kannst du dich entwickeln. Und in dem Entwickeln steht natürlich schon ein Gnotivaton, erkenne dich selbst, schau in dich, du hast alle Antworten in dir und du musst das nur noch auseinanderfalten. Du musst dich selber entwickeln, indem du das offenlegst, was du an Potenzial in dir trägst. Aber das ist ein wichtiger Punkt und dann wieder sozusagen Erwiderung von meiner Seite. Wenn du nur deinen Mysterienkult hast und der verändert dich nicht im realen Leben, wäre der Mysterienkult auch nicht von Wert. Und umgedreht ist es aus meiner Sicht so, oder das, was ich gelernt habe, in den ägyptischen Mysterien gibt es die Schule des linken Auges des Horus, das ist die emotionale Schulung. Die Schule des rechten Auges des Horus ist die mentale Schulung. Aber es gibt auch das dritte Auge des Horus. Und das dritte Auge des Horus ist das Leben selber. Und du kannst zu einer Schule gehen und nehmen wir an, wir haben einen allwissen oder hellsichtigen Lehrmeister und der guckt dich an und sagt, Vaterthema oder Wutthema. Und dann gehst du in den Tempel der Wut und wirst mit deinen unbewussten Wutanteilen konfrontiert und kommst da vielleicht durch Einweihung, durch Rituale, durch Erkenntnis an dir selber, weil darum geht es ja am Ende, dich selber zu erkennen. Oder du sagst, nee, Mysterienkulte ist alles Quatsch. Ich gehe mein Leben alleine durchs Leben. Und dann geht man ins Leben, aber das Leben ist halt so konstruiert, dass man sich immer wieder in Situationen bringt, die einen hinweisen auf die Schatteneinteile, die man hat. Und wenn du eine verborgene Vater-Mutter-Wut-Thema oder was auch immer hast, wirst du in Situationen geführt, wo du genau das Gleiche erlebst. Und dann verwandelt dich das Leben auch. Und deswegen meine ich, ist das gar nicht so fern, das auch als Ritual zu betrachten. Die Zeiträume sind lang. Ja, das eine ist, ich gehe in die Leere hinein. Das ist das kleine Fraktal. Und das große ist dann eben die ganze Leerzeit. Oder auch, ich treffe eine Frau oder einen Mann, gehe in eine Beziehung rein. Und nach der Beziehung, wenn sie zu Ende ist, schaue ich dann irgendwann zurück und stelle fest, ja, die hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber dadurch habe ich das und das gelernt. Du hast ja auch das Kleine im Großen und das Große im Kleinen, ja. Indem du... Also es ist sowieso verwoben ineinander. Diese ganzen Wege, die du gerade beschrieben hast im Alltag, das sind ja alles kleine Heldenreisen. Ja. In der einen Großen, mhm. Na, wo du dich überwinden musst und über dich hinauswachsen musst, indem du quasi Neuland betrittst. Ich glaube, das, was Andreas sagt, ist auch richtig. Ich stimme da auch mit überein und ich finde es ganz interessant, weil es gibt ja diesen klugen Spruch, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Mhm. Und natürlich können wir Erleuchtung
ganz individuell zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten und Kontexten erleben. Das würde ich mir gar nicht jetzt anmaßen, das zu verallgemeinern. Insofern ja, durch ganz, also auch Menschen, die keinen Kontakt haben mit einem Mysterienkult, können Erleuchtung erleben durch eben ihre, sage ich mal, rituellen Prozesse in ihrem Leben. Das Interessante dann wieder bei Mysterientradition ist, dort werden solche rituellen Prozesse durchlebt, die eben auf dieser metaphysischen Ebene sind und uns mit dem Göttlichen oder Kosmischen in seiner Gesamtheit verbinden, zumindest symbolisch, oder es versuchen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser Fraktalebene sprechen, das wäre dann praktisch so diese Abstraktion ins ganz Große, ins Unermessliche. Ja. Deshalb ja auch dann in antiken Mysterienkulten die Identifikation des Mysten mit einer Gottheit. Mhm. Man durchlebt dann vielleicht das Schicksal des Mithras. Bei Passionsspielen wird das Leiden Christi nachgespielt. Die Phase der Evolution, die dem vorausgeschickt wird. Na, also die dunkle Kammer, die Nacht in der Kapelle, ne, bevor man zum Ritter geschlagen wird. Auch da wird man erstmal auf der Welt genommen. Aber ich habe gerade, Andreas, als du gesagt hast, es ist wichtig, dass das Ritual ins Leben geführt wird, dabei gedacht, wie sehr es doch gerade im Christentum so abgeflacht wurde, dass man sagt, man kann lügen und betrügen durch sein ganzes Leben, aber man hat ja Sonntag seinen Kirchgang. Mhm. Und dann geht man dahin und dann macht man seinen Gottesdienst und dann geht man vielleicht noch zur Beichte und dann kommt man rauf und dann macht man denselben Scheiß wie vorher. Und ich glaube, darum geht es. Das ist ja dann das mechanische Ritual ohne Berührung der Seele. Was genau, das ist eine Entschuldigung, dass du sagst, ja. Also Opferlamm. Ne? Ja, ich packe das jetzt alles drauf. Ich würde jetzt gerne den Advocatus Diaboli spielen. Erzähl. Man kann ja auch, wenn wir die Woche betrachten. Ja. Ja, die Woche, da ist jeder Wochentag auch in der alten Tradition einem Planeten zugeordnet. Und einer Gottheit. Einer Gottheit, einem Planeten, damit letztlich auch einer Energie, einer Schwelle, einer Initiationsstufe. Am Sonntag dann gekrönt vom Gottesdienst mit Beichte. Die Sonne. Man könnte gewissermaßen sagen, dann ja vielleicht auch mit einer Wiedergeburt. Mhm. Und wenn wir mit dem Bild arbeiten, was Andreas eingeführt hat, dieser Fraktale, ja, wie auch jeder Tag ein Leben mit Sterben ist, dann ist es auch jede Woche. Und dann endet jede Woche auch, oder beginnt eigentlich der Sonntag, der Wochenbeginn, das wissen viele ja auch nicht der Montag. Mhm. Beginnt die Woche Sonntag nach der Beichte wieder mit dem neuen Leben und man ist reingewaschen in die neue Woche. Die Sonne kehrt so könnte man es auch sehen. Also um vielleicht diesen Vorwurf der Frömmelei und Heuchelei, den man ja schnell verführt ist, dann auch so den Menschen, die so in dieser Taktung leben, zu machen, um den ein bisschen zu entkräften. Ja, mir ging es genau darum, dass ich es sehr wichtig finde, dass man sich vergegenwärtigt, dass man in diesem Ritual sich quasi auflädt für das, was man eigentlich lebt nach dem Ritual, also zwischen den Ritualen, im Alltag, dass man das, was man da erfährt und einem da bewusst wird, dass man diese Erfahrung und diese Stärke und diesen Weltzugang, diese Lebensperspektive auch fähig und bereit ist, in seinen ganz profanen Alltag mit zu übernehmen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn sonst hat man so eine, ja, sonst wird es so elitär, dass man sagt, ich ziehe mich zurück und mache da etwas, worüber ich nicht spreche und lebt das aber nicht vor. Also wichtiger Aspekt in der Freimaurerei. Das gute Beispiel. Mhm. Also ein ethisches Leben und eine Haltung, die man einfach zeigt und die man lebt. Aber nochmal, um die Brücke wieder zum Leben zu spannen. Wenn du zurückschaust auf, es gibt die tägliche Erfahrung, und das, was du beschreibst, ja, die dunkle Nacht der Seele, die Einsamkeit vor der Konfrontation. Wenn du 10 Jahre zurückschaust, irgendeine Lebenskrise, ja, oder du warst eben alleine, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Beziehungsbeginn nehmen, du warst alleine, da kommt es nicht mehr auf das Individuelle, was am Tage stattgefunden hat, an, sondern das ist dann verschwimmt zu so einer symbolischen Ebene. Ah ja, warte mal, 2000, ja, da war ich in der Phase, da ging es mir ziemlich schlecht, da habe ich mich einsam gefühlt. Na, da bleibt nur noch das Symbol, sagen wir, Einsamkeit übrig. Und dann
ist das und das passiert und dann fand die Verwandlung statt. Ja, deswegen ist das Ritual und die Mysterienbilder sind Lebensbilder meiner Ansicht nach. Nur eben, wir müssen die Lebensbilder oder die Mysterienbilder sind nicht konkret, aber die haben natürlich ganz massiv eine Verbindung dazu. Aber das ist der Mythos. Das ist genau, das ist die Wirkung auch das ist die Wirkung des Mythos. Ich kann mich noch erinnern, da gab es eine Zeit, wo Herr der Ringe rauskam und Harry Potter, die ja beide die Grundstruktur des Mythos und der Heldenreise drinne haben. Und man sitzt in dem Film und das haben mir mehrere dann beschrieben, wie konnten die Fragen unserer heutigen Zeit so in diese Filme packen? Ja, und das ist die symbolische Ebene oder das alltägliche Erfahren verdichtet auf die symbolische Ebene und dann wieder in eine andere Geschichte runtergebrochen. Und man findet sich dann eben in dem Mythos wieder und das Gleiche eben dann im Ritual, im Kult und so weiter, dass dir genau das immer wieder gezeigt wird. Aber eben nicht Archetypen, aber nicht als intellektuelle Handlung. Also ich sehe manchmal die Gefahr bei der Freimaurerei, dass keine innere Verwandlung stattfindet, sondern dass es nur, ich muss ein gutes Leben leben. Und dann bemühe ich mich noch gesitteter zu reden und noch mehr zu wissen, aber am Herzen habe ich nichts getan. Mhm. Und das nützt, das hat mich nicht verwandelt. Das ist dann nur noch mehr Kontrolle, um ja nicht aus der Rolle zu fallen. Aber das Erlebte war dann noch nicht da. Um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, eben diese Rolle des Mythos dann für uns. Ich glaube, der Mythos, wenn man sich mit ihm identifiziert, und das gar nicht jetzt auf der Ratio-Ebene, sondern seelisch, emotional, wenn man das einfach spürt, diese Verbindung mit dieser Ideensphäre, dann ist das etwas Heilsames, Transformierendes, weil wir durch die Identifikation mit dem Heros des Mythos auch letzten Endes an dessen Heldenreise teilhaben. Es gibt so eine schöne Definition dafür, was Religion ist. Es gibt zig Religionsdefinitionen, aber eine, die habe ich noch aus dem Studium behalten, weil ich sie so treffend fand. Da hat man Religionswissenschaftler gesagt, Religion ist die erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen und antwortendes Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen. Und das ist genau dieser Vorgang. Man begegnet dem Heiligen. Kannst du das nochmal langsamer sagen, bitte? Ja, die Religion ist die erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen. Ja, wir erleben diese Begegnung, wir begegnen dem Heiligen. Luminose. Genau. Nicht nennbare. Ja. Und antwortendes Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen. Also diese Begegnung mit dem Heiligen bestimmt uns. Ja. Mhm. Und sie regt uns an, sie zwingt uns förmlich zu einem antwortenden Handeln. Mhm. Und dieses antwortende Handeln ist der Kultus, ist die Anbetung, ist das Ritual, was dann daraus entsteht, ist letztlich die Religion. Und das sind Erfahrungen, die sind uralt. Das findest du bei Parmenides, der ja quasi genau diese Begegnung mit der Göttin hat, die ihn abgeholt hat und in die göttliche Sphäre geholt hat, wodurch er in diese Erkenntnis gekommen ist. Und es geht noch weiter zurück. Du kannst in den Veden finden, was Joseph Campbell immer so schön zitiert, Tat Tvam Asi. Das bist du selbst. Mhm. Das heißt also, du findest dich in diesen ganzen Konzepten selber und findest dadurch eine Anbindung oder vielleicht sogar eine Religio, eine Rückbindung an uralte Wurzeln, an uralte Konzepte, die du in deiner Ahnenreihe über Jahrtausende spürst, zurückverfolgen zu können, die dich irgendwo abholt und dich auch trägt und sagt, da ist eine Tradition dieser Erkenntnis, die ich für mein eigenes Leben jetzt annehmen und auch erleben kann. Absolut. Und worauf ich auch noch gern eingehen würde, ist die Kritik, die Andreas berechtigtermaßen an der Freimaurerei geübt hat. Dass aus seinem Erleben heraus die Freimaurerei häufig wenn man jetzt ihre Angehörigen betrachtet, sofern man Freimaurer kennenlernt, so ich hatte das Vergnügen unzählige Male, wo man dann denkt, die Freimaurerei, die hat doch gar nicht so viel bewirkt. Jetzt muss man aber wissen, die freimaurerischen Rituale, die sind tatsächlich sehr symbolisch. Mhm. Sie führen den Initianten über mehrere Grade, über ein hochkomplexes Gradsystem, symbolisch zur Erleuchtung. Das heißt, man kann dieses Gradsystem durchlaufen und ist ein stumpfer, nicht suchender Mensch und die Freimaurerei macht gar nichts mit dir. Mhm. Nichts.
Du hast dann ein paar theaterhafte Aufführungen gesehen, daran teilgenommen und es hat nichts oder wenig mit dir gemacht. Und es hängt von der Gemeinschaft drumherum ab. Also wenn die nicht das Feuer haben, können sie auch kein Feuer übertragen auf den Suchenden. Das stimmt. Also wenn sie selber nicht das Feuer gesehen haben, ne? Ja, absolut. Und vor allem, es nährt bei einigen sogar noch ganz im Gegenteil, also das Ego. Mhm. Es wird also noch das genährt, was eigentlich vielleicht eher losgelassen werden sollte. Jetzt muss man aber sagen, diesen Vorwurf kann man der Freimaurerei als Ideengebilde nicht machen. Denn als Ideengebilde, als ein Lehrgebäude ist sie rein. Mhm. Sie zeigt symbolisch den Weg zur Erkenntnis. Bei dem einen macht es Klick, bei ganz vielen macht es nicht Klick. Jetzt haben aber so etwas archaischere, man könnte auch sagen, aber das meine ich jetzt nicht wertend, primitivere Einweihungsriten, die haben mehr Wumms. Ja? Die haben eigentlich eine stärkere Praxis. Ja? Denken wir an schamanische Initiationen. Eine körperliche Praxis. Wo getrommelt wird, wo über Rhythmus, über Schwingung Trancezustände induziert werden, wo psychotrope Substanzen konsumiert werden. Oder denken wir auch aus der westlichen Tradition an Trance, an Hypnosezustände. Da haben wir viele Initiationen, die uns wirklich direkt berühren und die, das muss man dann auch sagen, im Gegensatz zur Freimaurerei, deutlich effektiver sind. Was jetzt aber wiederum der Vorteil der freimaurerischen Initiationspraxis ist, sie lehrt ein symbolisches Lehrgebäude, was in dem Sinne unantastbar ist. Und sie bewahrt das Wissen. Aber sie hat nicht den Schlüssel mitgeliefert, wie man das Wissen lebendig macht. Mhm. Sondern das ist eigentlich in der Gemeinschaft, dann der Brüder oder was man die Bruderkette nennt, gegeben oder auch nicht gegeben. Und in unserer Zeit ist es tendenziell eher nicht gegeben. Die Freimaurerei hat im 18. Jahrhundert ihre Blüte. Und ich glaube, dort auch, wo sind dann auch viele dieser sogenannten Hochgradsysteme entstanden, da war noch viel mehr Tiefgang bei denjenigen, die sich als Suchende in solchen Bünden haben initiieren lassen. Das ist vielleicht auch ein scheinbares Paradoxon, dass es immer heißt, die Freimaurerei war ein Geheimbund, was sie meiner Meinung nach nicht ist. Denn die Freimaurerei ist nicht nur in der Tradition der Mysterien entstanden, sondern sie ist auch ein Kind der Aufklärung. Mhm. Und die Aufklärung reflektiert. Das heißt also, das Ritual wird dann auch durch die Ratio analysiert und du kommst in ein Symbolsystem, das dir die Möglichkeit gibt, an dir selber zu arbeiten, wo im Laufe deines Lebens diese Symbolbedeutung sich auch verändern kann. Und es ist eben ein, ja, wenn man so will, ein Konzept, was dir die Möglichkeit gibt, das dorthin hineinzugeben, was du nachher wieder hinausnehmen kannst. Also du gibst in die Freimaurerei nur etwas, oder du erhältst aus der Freimaurerei das, was du auch bereit bist hineinzugeben. Vielleicht wollte ich es so formulieren, weil dann wird es wieder sehr individuell und frage 10 Freimaurer, dann wirst du 12 verschiedene Antworten bekommen, was Freimaurerei ist. Aber du hast eben durch das System die Gefahr, aha, ich bin Meister vom Stuhl oder ich bin so und so vierter Grad, was aber eben nichts über die innere Bewegung der Seele ausmacht. Mhm. Oder ja, das sind Stufen, das sind Titel. Ja, genau. Aber wenn du etwas mit Titel hast, besteht eben die Gefahr, dass das Ego angetriggert wird. Wenn du ein archaisches System hast, wo du sagst, entweder du gehst zum Schaman oder du gehst nicht zum Schaman, mhm. Und du kannst, das ist von vornherein klar, du wirst nicht Schamane werden. Oder wenn du rausgehst und sagst, hier, ich bin geweihter Beim, sowieso, dann kommt der Schamane und sagt, hier. Ich würde es mal so formulieren, etwas provokant. Die Freimaurerei ist wahrscheinlich das weltweit beste theoretische Lehrsystem für Erleuchtung. Theoretisch, ja. Theoretisch. Ja. Aber das ist auch eine Stärke. Das ist ein Manko, aber es ist auch eine große Stärke. Mhm. Sie ist ein theoretisches Lehrgebäude für Erleuchtung. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man in Demut bleibt. Also, ja, natürlich. Also, das, also alle Beteiligten müssen in Demut bleiben. Richtig, und das siehst du in der Tradition der Mystiker auch. Mhm. Dass die sagen, ich nehme mich selber zurück, weil ich bin nichts, obwohl ich alles, was ich brauche, in mir trage. Mhm. Ich bin der ganze Kosmos. Mhm. Ich bin Gott. Mhm. Gott wirkt durch mich und ich bin Gott. Mhm. Aber dann kommst du auch nicht in die Gefahr der Hybris, wenn du aus einer Perspektive dieser Geborgenheit, dieser Alleinheit, dieser
dieser Gewissheit, du bist eingebettet in ein größeres Ganzes lebst, dann kommst du in diese Hybris gar nicht rein. Mhm. Wenn es dir der Mythos schafft, dir das zu vermitteln. Richtig. Wenn er dir mal wirklich die Augen öffnet und du siehst, oh, so klein bin ich. Aber auch so groß bin ich. Ja, aber das Ego erschüttert wird, sozusagen. Das meine ich mit Erschütterung, mit wirklich diese Umwälzung, diese Entwicklung durch Transformation. Mhm. Nochmal einen historischen Gedanken mit einzuwerfen. Ich hatte ja vorhin schon dieses kleine Bild aufgemacht, dass wir die Mysterienkulte in der Spätantike haben. Und dann nach der Renaissance, nach der Wiederentdeckung der Antike, in der Aufklärung eben wieder Mysterienkulte. Die spätantiken Mysterienkulte mündeten in der Monokultur des Christentums. Ja, zumindest auf dem Boden des Imperium Romanum. Man könnte sagen, die Mysterienkulte der Aufklärungszeit, die mündeten in der Monokultur der modernen Wissenschaft, in der Säkularisierung. Und vielleicht ist das auch so eine Tendenz, wenn eine Epoche sich tief in die Mysterien begibt und das auch eine Modeerscheinung ist, das zu tun, dass es so ein zweischneidiges Schwert ist, dass auch diese Tendenz dann der Entmystifizierung, der Profanisierung, der Säkularisierung auch irgendwie mitschwingt, mitlauert. Ne? Viele denken immer, wenn wir über das 18. Jahrhundert sprechen, das war die große Zeit der Aufklärung. Aber es war halt eben auch die große Zeit der Esoterik, der Kabbalisten und Alchemisten. Das heißt, diese beiden Phänomene schwingen immer mit. Es scheint so, als würde das eine das andere vielleicht auch bedingen, wie ein Seelenschatten. Ja? Und die Entwicklung scheint dann immer in so eine Monokultur zu münden. Zumindest vorübergehend. Du hast ja auch mal so ein Schwingen, so ein Pendel in die Ratio und dann kommt wieder die Emotio. Also vom Mythos, vom Logos. Ich meine, die Aufklärung war irgendwann wirklich auch so materiell eingestellt, dass vielleicht auch nur auf dieser Gegenbewegung die Romantik entstehen konnte. Wo man dann wieder diesen Zauber spürte und sich wieder diesen alten Geschichten wieder zurückwandte, ähnlich wie es ja auch in der Renaissance geschah, dass man sagte, welche Schätze haben wir auf der Antike, die wir vielleicht sogar mit dem Christentum verbinden können. Und darauf, auf dieser Verschmelzung, zum Beispiel Neuplatonismus, entsteht dann wieder eine neue Perspektive. Ich war vor kurzem im Seifersdorfer Tal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist in der Nähe von Dresden und bei Leipzig gibt es dann Machern, den Schlosspark. Das sind die Gärten der Empfindsamkeit, wo was eben aus dieser Phase kommt, wo man so mystische Gärten gebaut hat und da gibt es den Tempel von der Göttin und den Tempel von der und man wandelte, Lust wandelte da und spürte oder versuchte da was zu spüren. Und das sind aber eben Mysterienbilder, die da drin sind. Und manchmal hat man auch Mysterienspiele dort aufgeführt. Und das ist auch bemerkenswert, dass ja unsere Sicht der Natur sich in dieser Zeit auch wieder völlig gedreht hat. Mhm. Wenn ich daran denke, dass im Mittelalter der Wald noch der Ort war, wo der Basilisk kaufte und die Hexe und alles, was über die Stadtmauer hinausging. Also wenn du auf dem Dorf gehst, die Natur war einfach nur Feind, böse. Da waren die Dämonen und die Teufel. Und aus dieser Entwicklung heraus in der Romantik oder auch schon in der Aufklärung, wo man nun den Luxus hatte, als Bürger sich aus diesem Trubel zu befreien und einfach Stille zu suchen, wurde der Wald auf einmal nun ein Ort des Friedens, ein Ort der inneren Einkehr und ein Ort, in dem man Kraft schöpfte. Und man ist über die Schwelle der Stadt gegangen. Also man hat den sicheren Raum verlassen und hat sich dem Dunklen genähert. Mhm. Und im Dunklen vorher gab es ja vielleicht die Räuber oder die Bösen oder die Wilden, die außerhalb lebten. Und dann musste man sich denen stellen. Mhm. So ein bisschen wie beim Eisenhans, der Wilde, der den Jungen dann ruft. Genau. Oder so. Das ist ja interessant, diese Verwandlung. Und mir ist noch etwas vorhin aufgefallen, wir haben ja über die Apokalypse gesprochen. Ja. Wir waren ein bisschen schnell gewesen, weil wir vorher über die Angst gesprochen haben. Und eigentlich war die Apokalypse angstbesetzt. Mhm. Bis dann sich so jetzt durchgesetzt hat, aber Apokalypse ist die Aufdeckung. Das ist ja auch, du hast ein Symbol, das ist nicht greifbar oder das macht Angst. Und dann bist du in der Einweihung drin und erfährst, ja, aber Apokalypse heißt gar nicht Angst. Apokalypse heißt nämlich im Wortsinne Aufdeckung. Und jetzt decken wir mal auf. In dem Sinne könnte man sagen, wir sind jetzt eigentlich mitten in einem Ritual,
mitten in einer Einweihung drin, weil plötzlich offenbaren sich Dinge, die vorher nur für Eingeweihte sichtbar waren. Und jetzt kriegt man es vielleicht sogar offen vorgespielt. Also so, wie man sagen kann, wenn du dich mit wahrhaftigem Leben beschäftigt hast, hast du festgestellt, Menschen laufen mit Masken durch die Gegend. Wenn du aber jemand gesagt hast, guck mal, die haben alle eine Maske auf, hätte jeder gesagt, spinnst du, das ist doch normal, ich sehe doch, wo ist die, ist keine Maske. Ja. Und, aber der Eingeweihte hätte gesagt, ja, das ist ein Schauspieler, das ist ein Schauspieler, das ist ein Schauspieler. Die haben alle eine Maske auf. Richtig. Ja, und jetzt, mitten im Mysterienspiel, jetzt siehst du, wer die Maske auf hat. Mhm. Oder wenn du gesagt hast, die erlassen sinnlose Gesetze, hirnlose Beamte setzen die Gesetze durch und machen Verordnungen draus und dann gibt es noch jemand, der prügelt auch noch, damit das durchgesetzt wird. Hätte jeder gesagt, du bist doch im besten Land aller Zeiten, was willst du denn? Und jetzt kriegt man es nochmal im Mysterienspiel vorgespielt und steckt mitten in der Einweihung drin und darf sich den Schatten, die man vorher nicht gesehen hat, auch stellen. Ja, du musst aber auch bereit sein, hinzusehen. Du musst bereit sein, also das Ritual ist, glaube ich, auch, wie sagt man, gnadenlos. Also das meine ich mit die Erschütterung und die Furcht davor. Oder du kannst dich nur dieser Schwelle stellen, ja, wenn du auch wirklich drinnen sterben kannst. Das ist der Punkt. Ja, also man kann auch untergehen. Ich würde gerne nochmal auf diese Geschichte mit der Romantik zurückkommen. Ja. Die Romantik als eine Epoche der Literatur und Kunst, aber auch eine Epoche des Empfindens, war ja, wenn man es genau nimmt, die erste Gegenbewegung zur gerade neu entstandenen Moderne. Ja? Zur aufgeklärten Welt, zur frühindustrialisierten Welt, gerade auch die deutsche Romantik. Ja, war eigentlich Schiller und und Nietzsche. War eigentlich die Reaktion, die Gegenreaktion, ja, auf etwas Fremdes, was nach Deutschland kam, etwas ideologisch Seelenfremdes, etwas, das in England entstanden ist, die industrielle, moderne Welt mit all ihren liberalen Ideen. Und dann entstand einfach diese Seelenregung der Romantik, diese Rückschau in die Vergangenheit, in die Welt der Burgen und Schlösser, in den Wald. Ein ganz besonderes Empfinden. Und wenn man es anhand der deutschen Romantik weiterdenkt, vielleicht auch der erste Schritt in die Richtung, was man dann den deutschen Sonderweg genannt hat. Hm. Das, was aber vielleicht auch der Welt guttun würde in unserer Zeit. Denn wir sind jetzt mittlerweile schon in der Postmoderne, mhm, und in einer Epoche angekommen, die noch brutaler eigentlich zuschlägt, als es die Moderne einst getan hat. Ja. Die Digitalisierung übertrifft die Industrialisierung in ihrer Wirkungsweise noch bei Weitem. Mhm. Und ich glaube, was unserer Epoche tatsächlich guttun würde, wäre Romantik. Es war aber auch die Zeit der schwarzen Romantik. Das heißt, es war der Vorhof der Psychoanalyse. Da kam auf einmal der Nachtmar, der auf der Brust warf. Da hast du diese Inseln gehabt, die ja Böcklin so wunderbar umgesetzt hat in seinen Bildern. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit deinen inneren Bildern, mit den Träumen, mit dem, was nachher dann auch dazu führte, dass auch aus dem heraus ganz neue Wissenschaften entstanden, die eben zu ganz neuen Sichtweisen, gar Paradigmenwechseln führen, die ja auch heute wieder anstehen. Zu sagen, wir treten einmal einen Schritt zurück und wir schauen das große Ganze an. Und da gab es auf einmal die Psychologie und die Ethnologie, wo man sich fragte, was haben die Urvölker uns voraus an Naturverbundenheit, an Welterkenntnis aus ihrer Sicht, was früher ja immer kleingedrückt wurde, wo dann Claude Lévi-Strauss dann später dann mit seinem Terminus des wilden Denkens gesagt hat, es ist ein anderer, ein gleichwertiger Weltzugang. Das wollte ich gerade einhaken, ja, weil ich glaube, die erste Frage auch so in der Anthropologie oder Ethnologie war nicht, was haben die uns voraus, sondern man hat archaische Kulturen, man hat sie damals primitive Kulturen, ja, genannt, betrachtet eigentlich, um eher sowas wie die Kinderstube der eigenen Kultur zu entdecken. Das ist ja auch mit dem Mythos passiert. Der ist ja dann eine ganze Zeit lang überwunden worden und wir haben heute nur den Logos, das heißt also die Naturwissenschaften, also die Wissenschaften,
an denen sich im Moment alle orientieren, wo die sagen, ja, das ist das Einzige, woran wir uns halten können. Wir haben keine Religion mehr, wir haben keine Ethik mehr, wir haben eigentlich gar nichts mehr. Wir haben nur noch Wissenschaftler, die uns sagen, wie wir zu ticken haben. Ja, wobei ich tue mich ein bisschen schwer, diesen Logos-Begriff auf die moderne Naturwissenschaft zu beziehen. Weil ich glaube, das ist doch eigentlich eine Vergewaltigung dessen, was man mal ursprünglich unter Logos verstanden hat, dem wahren Wort oder, wenn wir ans Johannesevangelium denken, diesen göttlichen Logos. Ich glaube, das, was wir in der Naturwissenschaft heute beobachten können, ist eher das hässliche Kind der Göttin der Ratio, ja, als des Logos. Ja, ja, ja. Der Begriff wurde wieder mythhaft natürlich durch die Geschichte auch immer wieder neu konnotiert und daher hat er sich verändert. Ne? Aber ich glaube, das gehört dazu. Also es gibt, man spricht heute ganz oft über toxische Männlichkeit, man spricht wenig über gesunde Männlichkeit und man spricht viel über gesunde Weiblichkeit und wenig über toxische Weiblichkeit. Und ich würde sagen, also vielleicht auch so wie dieser Januskopf, der zwei Gesichter hat, hat auch der Logos eben zwei Gesichter. Wenn der Logos rein ist, ist er wahr. Und wenn der Logos aber als alleiniger Gott angebetet wird, dann zeigt er seine Kehrseite oder seine Fratze. Ja. 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 Und ich habe noch zwei Beispiele, warum das auch wichtig ist, sich in einer Zeit wie heute mit den Mysterien zu beschäftigen. Möglicherweise steuern wir zu auf ein vereinigtes Europa, oder gibt es Kräfte, die das wollen, sagen wir mal. Ja? Und es gibt eine Europahymne, die wir theoretisch singen. Ja. Das, was ursprünglich eine Freimaurerhymne war, und von Schiller gedichtet wurde. Ja. Ja? Und da geht es, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Und gedichtet hat das Schiller in Dresden an der Elbe. Und da gibt es einen Platz, wo eine Sängereiche stand oder steht. Und dieser Platz wurde in der Überlieferung als Elysium bezeichnet. Das hat ihn inspiriert dazu. Und das, was du sagst, also wir haben den Mythos verdrängt, jetzt ist der Logos da. Das sieht man dort auch, weil dieser Platz ist entweiht worden, weil dort die Waldschlößchenbrücke drüber gebaut worden ist. Und was auch dazu geführt hat, dass Dresden den Welterbetitel aberkannt bekommen hat. Ja, wegen der Brücke. Ne? Wegen der Brücke. Und die Brücke steht zwar noch, aber bis heute hat sie kein gültiges, wie sagt man hier, Baugenehmigung. Das ist ein Schwarzbau. Ja. Ja? Aber die Wurzeln, die in der, wir singen ja ein Rituallied in der Europahymne und das ist immer noch Elysium. Mhm. Und das andere ist, wir haben den Mythos zurückgedrängt und ein Beispiel, wo mir das immer auffällt, wir definieren Orte anhand ihrer ersten urkundlichen Erwähnung. Ja. Nicht anhand der Geschichten, die Völker sich erzählt haben, sozusagen der Mythen, sondern anhand des Logos. Was ist das exakte Wort? Ja, und nochmal Beispiel Dresden, 1206, erste urkundliche Erwähnung. Aber da ist es dann auch schon sowas wie eine fertige Stadt. Also da ist schon was da. Das heißt, es muss schon viel älter sein. Ja. Es gibt eine alte römische Karte, die ist 2000 Jahre alt, die man vor kurzem dekodiert hat und sehen konnte, oh, Dresden ist drauf, Riesa, Leipzig und so weiter. Und im Stadtraum von Dresden hat man eine Kreisgrabenanlage gefunden, wo es nur drei in ganz Europa in dieser Größe gibt. Und die ist 7000 Jahre alt. Ja, und da holt uns von hinten der Mythos wieder ein. Ja. Oder ein anderes Beispiel, Goseck ist so eine bekannte Kreisgrabenanlage. Wir sind ganz auf die Wissenschaft eingestiegen und sind nur dem Logos gefolgt und haben dann unsere wissenschaftliche Technik so weit entwickelt, dass wir über das Land fliegen und sagen, oh, das sind ja Spuren von alten Kulturen, die wir vorher nicht gesehen haben. Ja. Ja, oder weil wir Bagger haben, können wir in die Tiefe graben und sehen plötzlich Artefakte aus alten Kulturen. Ja, und werden sozusagen, der Mythos holt uns wieder ein. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Wissenschaft war Mist, jetzt folgen wir mal nur dem Mythos und wir steigen in ein mystisches Zeitalter, dann würde das wahrscheinlich wieder so versumpfen, ja, dass irgendeiner sagt, wir müssen jetzt Struktur reinbringen. Das ist genau mein Ansatz. Und dann kommt also wieder die Gegenbewegung, ne, dann werden wir wieder den Mythos verfluchen, mhm, und dann wieder alles strukturieren
bis irgendwann die Struktur die dunkle Fratze zeigt und dann kommt der Mythos wieder. Das ist so oft passiert im Laufe der Geschichte, dass ich ja auch immer wieder versuche, und da ist dann immer mein guter alter Kumpel Nietzsche immer der, der mir da zur Seite steht, mit seinem Konzept des Dionysischen und Apollinischen, dass wir versuchen sollten, beides gleichwertig im Balance zu halten. Und nicht das eine quasi vereinnahmt das andere völlig, sondern es ist ja ein Yin und Yang. Das eine bedingt das andere und durchdringt das andere. Und dieses Konzept, einmal Ratio, Emotio, Logos, Mythos, du kannst es nennen, wie du willst, apollinisch-dionysisch, was wichtig ist, um in diese Heilung zu kommen und auch aus dieser Furcht zu kommen, ist, was können wir rausnehmen aus dem Konzept, dass beides in Balance zu bringen ist? Was können wir dafür tun? Mhm. Mir fällt ja auch spontan noch als weiteres Beispiel ein von Hermann Hesse, der im Roman Narziss und Goldmund mit den beiden Figuren, die eigentlich auch das Apollinische, das Dionysische widerspiegeln. Oder Eros und Logos, je nachdem. Nochmal zurück auf diese naturwissenschaftliche, ratiobetonte Sichtweise auf die Welt, die uns, die den Zeitgeist, den wir leben, bestimmt. Mich erinnert das Ganze eigentlich an Autismus, an kollektiven Autismus mit der Inselbegabung, technische Erfindungen hervorbringen zu können. Letzten Endes aber ein Gefangensein in einem sehr engen geistigen Korsett, das uns die Tiefen und auch die Höhendimension seelischen Erlebens eigentlich raubt. Und ich glaube, was unserer Zeit Heilung bringen würde oder was eine unzeitgemäße Betrachtung wäre oder ein unzeitgemäßer Gedanke, wie können wir diese Tiefen- und Höhendimensionen wiedergewinnen unserer Zeit? Wie können wir das massentauglich machen? Ja, ohne dass es eine politische Agenda wäre, ein Programm, ein Pflichtprogramm, kein spiritueller Sozialismus, sondern einfach ein Angebot, was wahrgenommen werden kann. Etwas, was da ist und das nutzbar gemacht wird für Menschen wie eine Quelle. Und da finde, sehe ich dann wieder diese Auseinandersetzung mit Mysterienkulten, die Auseinandersetzung mit dem Unterbewusstsein, mit dem Seelischen, aber auch mit Gott, dem Metaphysischen, der Ideensphäre, mit dem Höheren. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist im wahrsten Sinne des Wortes umzudenken. Wir müssen unsere kollektive autistische Inselbegabung würdigen für das, was sie ist. Sie hat uns viele tolle Erfindungen beschert, die uns auch weiterbringen. Bestes Beispiel ist das Internet. Das ist wirklich eine der modernen Erfindungen, wo ich immer denke, so, wow, was für ein Segen. Die Welt kann zusammenrücken, Kommunikationsprozesse können schneller ablaufen. Wir könnten diese Sendung nicht machen. Wir könnten die Sendung nicht machen, wir hätten kein Publikum. Ja, muss man sagen. Aber nachdem wir das gewürdigt haben, müssen wir es auch als das erkennen, was es ist, eine Inselbegabung. Und wir müssen dann einfach zurückkommen zu einer holistischen Sichtweise und Erlebensweise und einfach mal wieder auch in Kontakt treten mit unseren Gefühlen und emotionalen inneren Wahrheiten. Denn wahr ist nicht nur das, was uns der Verstand erzählt, wahr ist auch unser Bauchgefühl. Wahr ist, was wir spüren, wenn wir Menschen begegnen, was wir für innere Wahrnehmungen haben, was dann von aufgeklärten Menschen immer schnell als Spinnerei abgetan wird. Auch dazu gehört Mut, zu sagen, ich halte Stille aus. Ich bin bereit, mich wirklich mal 10 Minuten hinzusetzen und bewusst auf meinen Atem zu hören. Oder mich zu überwinden, indem ich sage, ich dusche morgens kalt. Ich meine, was macht das mit mir? Ne? Das sind diese kleinen Rituale, von denen du auch sprachst. Diese kleinen Hürden, die du nimmst, indem du morgens anfängst, dein Bett richtig zu machen, wo du sagst, das ist so die erste Herausforderung. Es gab da mal von so einem amerikanischen General so eine Rede, der dann anfing, Lebensweisheiten zu präsentieren, und er hat gesagt, das Erste, was man lernen muss, ist, sein Bett zu machen. Das ist so die erste Herausforderung des Tages, und dann hat man das schon mal als Anhaltspunkt, dass du sagst, okay, alle weiteren größeren Aufgaben können darauf dann folgen. Und was ich versuche, immer wieder mir, ich sag mal, einzuholen, durch diese ganzen Erfahrungen und das ganze Erlesene ist, ich muss Zeit haben, um das Ganze für mich auch emotional
Tut verlassen. Eben auch den Mut zu haben, zu sagen, ich begib mich in meinen Schatten. Mhm. Aber diese Schattenarbeit, wie es ja so schön heißt. Und da bist du wieder bei diesen, ne? Bei dieser Vitriolformel, ja. Die der Heldenreife. Ne? Also Visita interiori terreo, Ragnificando in veniat occultem lapidan, gehe ins Innere der Erde, dort wirst du den verborgenen Stein finden, den Stein der Weisen. Das, wo wir sagen, diesen Schatz, den wir finden, um uns selber zu heilen. Weil, wie du richtig sagst, ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich umschaue, es ist nicht nur eine Inselbegabung, sondern es ist auch für mich eine Erkenntnis, dass jeder irgendwo mehr oder weniger ein Trauma mit sich rumträgt. Ob das jetzt das verletzte innere Kind ist, ob das irgendwelche Geschichten sind, die man, ich sag mal, in seiner Ahnenreihe mitträgt, wo man sagt, es ist eine Verletzung. Und du darfst in diesem Leben versuchen, diese Verletzung zu heilen. Aber die meisten schauen nicht auf diese Wunde. Das sind zwei wichtige Punkte drin für mich. Ich glaube, Freud hatte das gesagt, die drei psychologischen Kränkungen des Menschen. Mhm. Also, die drei narzisstischen Kränkungen. Also, dass der Mensch erkennt, er ist nicht alles, er ist alleine erstmal und ich weiß nicht mehr, was die dritte. Stammt vom Affen ab, dafür Darwin. Ja, wenn wir dem Glauben schenken. Aber, genau. Aber sag mal, das Grundprinzip dieser Kränkung, wir können nicht alles wissen. Das ist ja, oder wir können, wir sind nicht allmächtig. Du bist nicht Herr im eigenen Haus. Vor allem, du bist nicht Herr im eigenen Haus. Mhm. Ja. Mir fällt dazu noch vor allem ein, wo du gerade das Thema Ahnenreihen oder transgenerationale Traumata angesprochen hast. Und das ist ich würde den Punkt noch ganz gern zu Ende bringen. Mach nochmal. Das eine war die Kränkung und das andere das Aushalten des Spannungszustandes. Also nicht im Ertragen, sondern ich halte diese Spannung und nach meiner Erfahrung spricht die Spannung, oder entdecke ich in der Spannung eine Antwort. Wir sind so trainiert, ja, das ist das und wir müssen immer gleich eine Antwort finden und manchmal eben auch etwas zu halten. Und das ist etwas, was auch eben eine Gesellschaft in irgendeiner Form, sagen wir mal, in Gesetze packen muss, zu sagen muss, es gibt Dinge, die lassen sich nicht vor Gericht entscheiden oder die lassen sich nicht entscheiden, die müssen so sein. Wir müssen dem Leben auch zugestehen, einfach mal jemand aus dem Leben zu reißen oder wir sind nicht allmächtig. Und wir sind auch nicht perfekt. Und wir sind nicht perfekt. Ja, und wir versuchen das irgendwie immer in der Wissenschaft, aber wir sind es eigentlich nicht. Vielleicht sollte man formulieren, wir sind schon perfekt, indem wir das Unperfekte zulassen können. Genau, aus meiner Erfahrung ist Leben eben etwas Bewegliches. Mhm. Und ich habe immer das Beispiel, wenn ich ein Uhrwerk baue mit perfekten Zahnrädern, dann kann es nicht laufen, weil es kein Spiel hat. Es muss Spiel haben. Es muss so ein leichtes Wackeln haben, damit es dann im Gesamten laufen kann. Wenn es ganz exakt und perfekt ist, würde es nicht gehen. Dann wäre die Welt nie entstanden. Ja, und ich sehe das bei den meinetwegen Planetenbewegungen. Das ist nahe dran an harmonischen Verhältnissen, aber es ist eben nicht genau harmonische Verhältnisse, weil dann wird es wieder sich aufschaukeln, Resonanzkatastrophe geben und. Es muss ein Wackel, ein Spiel drin sein, damit lebendig ist. Ja. Und eine Gesellschaft muss das eben sich erlauben. Die muss auch den Narr in der Gesellschaft erlauben. Ja, und die muss auch den Querdenker im ursprünglichen Wortsinne auch erlauben. Weil wir brauchen den. Sonst kommen wir irgendwann in eine Gewissheit hinein, die uns dann wieder auf die Füße fällt. Also wir wissen alles, wir haben alles unter Kontrolle und dann kommt eben doch der Sonnensturm oder und zerstört alles wieder, was das Ego sich aufgebaut. Mhm. Ich würde gerne das, was ihr beide gesagt habt, ein bisschen nochmal zu einer Synthese verbinden, weil du hattest diesen Punkt transgenerationale Traumata. Ja. Dadurch angesprochen, dass du davon gesprochen hast, wir sind ja auch mit deiner Ahnenreihe verbunden. Ja. Du sprachst von diesen narzisstischen Kränkungen, dass der Mensch nicht so groß und einmalig ist, wie er glaubt. Und genau das ist nämlich, für mich ist diese Synthese dieser beiden Gedanken der springende Punkt. Wir sind mit unserer Inkarnation, unserem Hier in der Welt sein, mit diesem Ego, diesem Ich oder dem, woraus die Persönlichkeit besteht, nicht so einmalig und großartig, wie wir gerne glauben.
Ja, natürlich, jeder hat so seinen eigenen kleinen Ego-Trip. Ich bin der Mittelpunkt meiner Welt. Ich bin mit meinem Leben super wichtig, mit meinen Bedürfnissen und Gefühlen. Aber die Wahrheit ist, wir sind Teil größerer Prozesse. Und wir sind auch Teil einer Ahnenreihe, die über mehrere Generationen hinweg Erfahrungen macht. Wir sind in unserer Inkarnation ganz eng verbunden mit den Lebensthemen und Erfahrungen unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Es gibt auch schamanische Kulturen, die sprechen davon, dass das bis zu 7 Generationen zurückreicht. Ja, auch die Epigenetik auf der Wissenschaft. Und vor allem für die uns nachfolgenden Generationen, für die Kinder und Enkel, sind wir diese Bindeglieder. Mhm. Auch die stehen in unserer Ahnenreihe. Oder wir sind deren Ahnenreihe so rum. Und wenn man das versteht, dass wir mit unserem individuellen Leben nur ein Glied in so einer längeren Kette sind, die eine Gesamtbewegung macht, dann verlieren viele Dinge ein bisschen, die uns belasten, finde ich, an Schärfe. Dann kann man die Dinge etwas gelassener sehen. Und dann ergibt auch das biblische Gebot, du sollst deine Eltern ehren, viel mehr Sinn. Mhm. Denn das ist so eins dieser Gebote, an dem wir uns wahrscheinlich alle früher oder später ja, also wenn man versuchen würde, es danach zu leben, stoßen würde. Ja, die Eltern sind eine Menschengruppe, mit denen man ganz zwangsläufig praktisch schon per Naturgesetz in Konflikt gerät. Und das ist auch gesund und soll so sein. Aber was ist damit gemeint? Du sollst sie ehren. Aus meiner Sicht damit ist gemeint, ehre deine Ahnenreihe. Verstehe, dass du in dieser Kette stehst, dass du das auch weiterführst. Und dann kommst du ganz automatisch dahin, dass du deine Ahnen ehren wirst. Du kannst gar nicht anders. Du hast auch wieder Wurzeln bekommen. Und ich finde, die Wurzeln, die fehlen uns so sehr in unserer, ich sag mal, postmodernen Kultur, in der alles irgendwo beliebig geworden ist. Und wir schweben irgendwo frei im Raum. Wir haben keinen Halt mehr. Und natürlich gab es da Nietzsches Nihilismus oder dann den Existenzialismus von Sartre, der sagt, wir sollen uns unseren eigenen Sinn im Leben schaffen, dadurch natürlich auch ein großer Freiheitsgewinn, aber eben gleichzeitig auch eine unglaubliche Bürde. Denn wir müssen uns mit uns selber konfrontieren, indem wir versuchen, unser Leben und die Sinnhaftigkeit unseres Lebens individuell zu definieren. Und das ist eine Aufgabe. Das ist nichts, was man irgendwo von sich weisen kann, weil wir, wie gesagt, wir schweben frei im Raum. Also ich muss immer an dieses Buch Einbruch in die Freiheit denken von Jiddu Krishnamurti, was mich völlig umgehauen hat. Als ich das gelesen habe, war ich wirklich erschüttert, weil ich für mich selber auf einmal klar gemacht habe, ich kann mich nirgendwo festhalten. Und diese Rückmündung durch den Mythos, durch die Ahnen, durch das, also Ahnen, so ein Begriff, der natürlich seit den Nationalsozialisten geradezu toxisch geworden ist, mit diesem Trauma, was eigentlich unser Land immer noch in sich trägt. Das ist ja alles längst nicht überwunden, was wir jetzt auch aktuell wieder sehen, so dieser Charakter, der ab und zu dann wieder hochgeschwemmt wird, wo man sagt, das ist wirklich, das hätte man nicht für möglich gehalten, dass so etwas auf einmal wieder hochkommt. Ne? Apokalypse, einmal siehst du, hey, es war ja nie weg. Also so richtig war es nie weg. Aber eben auch das Ritual. Du siehst in die Abgründe deiner Seele und wir sehen in die Abgründe der Volksseele hinein. Ja. Was viele auch nicht verstehen, so Ideologien wie jetzt, oder anders gesagt, das Wesen des Faschismus ist keine Ideologie, sondern eine Charakterstruktur. Und die ist noch nicht ausgemerzt, denn die ist Teil der industriellen, spätkapitalistischen Gesellschaft. Das ist so dieser Irrtum, der in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten praktiziert wird. Man müsse ja nur gewisse Ideologien bekämpfen, dann hätte man gewisse Probleme gelöst und merkt nicht, dass man selber das verkörpert, was man dieser Ideologie zuschreibt. Das haben wir ja aktuell. Im Moment ist ja alles verdreht, ne? Ja. Wo ich groß geworden bin mit, okay, das ist rechts und das ist links und im Moment ist alles miteinander. Das ist eben auch diese große Umwälzung, aber eben auch diese Chance zu sagen, dieser Paradigmenwechsel, der muss ja aus einer inneren Haltung heraus erfolgen, aus einer Erkenntnis, dass wir in einer unglaublichen Sackgasse gelandet sind
und eben nicht auf einer Aufrichtung auf einen transhumanistischen Weg, den wir jetzt nur alle befolgen müssen, weil wir sagen, nur die Technik kann uns erlösen. Aber auch nicht, wir können auch nicht alle wieder zurück in die Wälder und wir können auch nicht alle den ganzen Tag meditieren. Und das meine ich mit, wir müssen eine gesunde Balance finden. In der Kritik der Freimaurerei, wo ich sagte, das reine stoische, ich bin jetzt ein besserer Mensch, weil ich mir die und die Handlungsweisen antrainiere, aber innerlich nichts verwandelt habe, ist ja das Gleiche wie, wir retten die Welt, indem wir das verbieten, das verbieten, das verbieten, aber eben nicht das lebendige Verbinden mit der Welt wieder geschafft haben. Wenn die dunkle Fratze des Ökologismus ist dann am Ende auch wieder die Diktatur, weil es eben den Menschen nicht berührt, nicht verwandelt, nicht mit dem Unnennbaren verbindet oder mit der Natur verbindet, sondern nur in Regelsystemen ausartet. Und da sieht man eben auch, wie wichtig Mysterien sind und wie wichtig Mysterienwissen ist. Dass es eben nicht eine abstrakte Spekulation ist, wo man mal ein Buch drüber schreiben kann, was man da ins Regal stellt, sondern das ist Lebensweisheit. Das ist ganz wichtig. Und einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen uns mal zusammensetzen, um das hervorzuarbeiten, dass es eben Kräfte, Bilder, Symbolstrukturen gibt, die unter der Welt mitschwingen, die eine Wirkung haben, die uns genauso bestimmen, ob wir das wollen oder nicht. Aber sie holen uns ein, wenn wir uns dem nicht stellen. Und wir müssen dorthin schauen. Freud hat ja ein sehr interessantes Modell entwickelt, darüber, wie die Psyche aufgebaut ist, ein Instanzenmodell, wo er gesagt hat, die Psyche besteht prinzipiell aus drei Instanzen, dem S, dem Ich und dem Über-Ich. Das S, vereinfacht gesagt, sind all unsere Triebregungen, ganz rücksichtslos. Das ist das S, das will fressen, das will Sex, das will töten, das ist grausam, das ist die Bestie in uns. Das Über-Ich, ja, vielleicht könnte man auch sagen, das Dionysische. Wobei das S vielleicht noch etwas primitiver ist als das Dionysische. Das Über-Ich, das sind eigentlich die antrainierten gesellschaftlichen, kulturellen Konventionen und Forderungen. Und das Ich, das ist praktisch zwischen Über-Ich und S so eingeklemmt und muss zwischen beiden verhandeln. Es möchte einerseits den Regungen des S sich hingeben, auf der anderen Seite aber auch dem Über-Ich gehorchen. Und dadurch wird, durch diese Spannung, wird das Ich zum Träger der Angst. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Instanzenmodell von Freud ist aus meiner Sicht natürlich überholt. Es ist aber trotzdem eine interessante Pionierleistung, die er da erbracht hat. Und es ist ein sehr einfaches Modell. Aber es hat auch irgendwie, ist da auch was Wahres dran. Und da ist dann die Frage, das Ich als Träger der Angst. Und beschäftigt man sich dann mit moderneren Ansätzen aus der Psychotherapie, wie die Psyche aufgebaut ist. Und jetzt denke ich vor allem an die sogenannte Ego-State-Therapie, die aus der Hypnosetherapie entstanden ist, wo man sagt, es gibt nicht nur das Ich, es gibt sogenannte Ich-Zustände. Wir bestehen eigentlich aus vielen Ichs, wenn man so will, oder seelischen Entitäten. Dann könnte man sagen, das Ich ist nicht nur der Träger der Angst, sondern die Angst ist auch vielleicht sowas wie ein Ich, so wie eine Entität in uns. Ja, und man kann auch in Trancezuständen mit solchen Entitäten in Kontakt treten. Man kann sie personifizieren, symbolisieren sozusagen. Ja, wo wir dann auch wieder ganz dicht an solchen Themenbereichen sind wie Mythos, Symbolforschung und ja, was sind die Symbole, die in uns wirken und auch damit in Kontakt treten. Und in der Regel ist es so, dass die Ängste in ihrer personifizierten Form Toröffner sind, Hüter sind, der Schwelle eigentlich Initiationshelfer oder Helfer dabei, über uns hinauszuwachsen. Da, wo Angst ist, da ist immer Wachstumspotenzial. Und um das jetzt, diesen Gedanken auf die kollektive aktuelle Lage zu übertragen, es wird gerade kollektiv eine Angst erzeugt oder gefüttert oder bestehende Ängste bei Menschen enorm gefüttert. Und ich kann nur sagen an die Zuschauer da draußen, man hat immer zwei Möglichkeiten. Gibt man sich jetzt einfach der Angst hin, lebt in dieser Angst oder sagt man einfach, okay, was sagt sie mir? Welcher Teil meines Ichs oder meiner Ichs im Plural
ist diese Angst und was sagt sie mir, wenn ich mit ihr kommuniziere, was will sie mir zeigen? Und ich glaube, dass diejenigen, die diese aktuelle politische Lage steuern, sehr wohl auch über dieses Wissen verfügen und auch wissen, wie man in Massen Angst weiter schürt. Nur was sie der Masse nicht verraten ist, dass man sie auch besiegen kann, indem man die Angst nutzt und die Ängste nutzt und all das, was eigentlich getriggert, gezielt in uns allen getriggert wird. Man sieht, dass die Angst immer gesteigert wird. Also noch eine Stufe drauf, noch eine Delta-Variante, noch eine Variante, dass die Angst, dass das nicht aufhört. Ja. Dass wir immer in einer neuen Angst gehalten werden. Mhm. Und da ist eben die Gegenbewegung ist das Aushalten. Also etwas, was nicht greifbar ist, hat Macht über uns. Und wenn ich aber jetzt meine Angst mal anschaue ich halte den unnennbaren Zustand aus und dann versuche ich es mal zu benennen. Hat es eine Farbe, hat es eine Form, wo sitzt es denn im Körper? Dann verliert es seine Größe oder die Macht über mich und ich beginne wieder größer als die Angst zu werden. Und das, eben rauszugehen ja. aus diesem Kontroll, also ich bin nicht mehr getrieben von der Angst, sondern ich lade die Angst ein, ich rede mit ihr oder ich nehme sie wahr, eben als Aspekt von mir. Aber da, ja, das ist ein guter Punkt, den ich ganz gerne aufnehmen würde, weil du gerade gesagt hast, die Angst, die kommt eigentlich aus dem Ich heraus. Ich würde das sogar noch weiten und sagen, die Angst, also die unbestimmte Furcht, kommt eher aus dem Es. Denn du kommst an dein Unbewusstes nicht ran, durch die Ratio, durch die Erklärung, weil du in eine Angst steckst, die dir nicht rational zugänglich ist. Es ist ein Schweben in einem unguten Zustand, was du dir aber noch nicht durch die Ratio erklären kannst. Und da musst du quasi vom F in das Ich gehen. Und da musst du dich dieser Angst stellen, also da musst du in den Schatten rein und dann musst du analysieren und sagen, was finde ich davor? Und das ist für mich auch der Unterschied zwischen dem gelebten Mythos und der Mythologie. Mhm. Also das ist etwas, was ich nachher reflektiere, aber nicht mehr selber lebe. Wo es dann so schön heißt, die Materie macht das Unsichtbare sichtbar, die Musik macht das Unhörbare hörbar. Und der Mythos macht das Ungreifbare greifbar. Das heißt, da bist du wieder in der metaphysischen Ebene, wo du sagst, da kann ich meine Kraft herholen. Und wenn wir das wieder neu entdecken und entfalten können, dann können wir wirklich auch gucken, was kommt aus dem F und was kann ich im Ich zu dessen Überwindung beitragen. Und dann wird diese Angst dann handelbar. Du hast es greifbar. Du hast auf einmal nur noch einen kleinen Fokus. Und den kriegst du, wie es so schön heißt, in den Griff. Mhm. Und ich möchte noch einen wichtigen Punkt dort einbringen, weil du sagtest, ne, die wissen mit der Angst zu spielen, sie wissen auch mit dem Ritual zu spielen. Sie machen sozusagen auch Rituale. Natürlich. Ja, schauen wir doch. Beispiel ist für mich, oder Standardbeispiel, 11. September, da kann man das gut lernen. Es wird etwas inszeniert und das erzeugt Aufruhr und Angst. Und in dieser Aufruhr wird das Bild des Täters hineingelegt. Osama war es. Ja, und dann lässt man diese Aufregung sinken und dann ist es eingesunken in das Unterbewusstsein als Programmierung. Und wenn du irgendjemand fragst, wer war 11. September, kommt sofort dieses Bild hoch, was programmiert ist. Oder eben jetzt in der Jetztzeit, aber die Bilder von Bergamo. Mhm. Das ist eine Programmierung in einem Ritual. Wir erzeugen eine Aufregung und das wird mit Bilder sind Symbole in dem Fall, ne? Da fährt ein LKW durch und der ist das Symbol dafür, dass für das Unnennbare, da sind jetzt ganz viele Särge drin. Wie es dazu gekommen ist, wird gar nicht gesagt. Aber da wird Angst getriggert und in dir angeregt und damit wirst du programmiert. Also ein Bild noch, um das zu zeigen. Diese grauslichen Bilder aus der Anfangszeit von den Menschen, die in China umfallen. Mhm. Wo sind die? Mhm. Was ist draus geworden? Es ist so eine fürchterliche Seuche. Und nur am Anfang sind die Menschen umgefallen auf einer Straße. Das hat sich ins Unterbewusstsein eingegraben oder es ist eingegraben worden. Und man kann das nicht mehr hinterfragen. Und das ist ein Kennzeichen von Ritualen, von Programmierung.
und dort in den Schatten hineinschauen und das aushalten. Kann es sein, dass es Kräfte gibt, die ein Interesse daran haben, mich in die Angst zu führen oder die Gesellschaft in die Angst zu führen? Was macht dieser Gedanke? Und dann aber eben größer werden als dieser Gedanke und ins Handeln kommen. Nicht gelähmt werden von der Angst, sondern in die Dunkelheit hineinschauen und das annehmen, was dort drin ist. Es ist ja auch so, dass bei vielen Ritualen, vielleicht sogar bei fast allen Ritualen, wenn sie einen religiösen oder esoterischen Charakter tragen, trägt man Ritualbekleidung. Ja, der Freimaurer legt seinen Schurz an, der Priester hat sein Gewand. Ja, und dann gibt es auch Kulturen, da trägt man Ritualmasken. Und ich finde es bezeichnend, dass in unserer Zeit die Maske als kollektiver Zwang auftaucht und letztlich alle in einem gewissen Sinne, die sie tragen, auch zu Ritualteilnehmern degradiert. Und Konformitätsdruck erzeugt. Konformitätsdruck erzeugt vor allem, schauen wir mal das Wort Person beispielsweise. Person kommt von griechisch persona, bedeutet ja auch die Maske. Ja, auch unsere Person, die wir nach außen vor uns hertragen, ist eine Maske. Da steckt das Personare drin, hindurchtönen. Und letztlich werden wir durch das zwangsweise Tragen jetzt der Maske zu einer neuen Person. Ja, tragen eine neue Maske. Aber degradiert von der Individualität, von meiner Persönlichkeit ins Kollektiv, hin zu dem persönlichen, zu dem Kollektiven, genau. Ja, hin letztlich in eine neue Form des Sozialismus. Und gleichzeitig werden wir auch unserer Fähigkeit beraubt, nonverbal zu kommunizieren. Denn das tun wir zum größten Teil mit dem Mund. Ja, auch mit den Augen. Aber Augen ohne Mund, das habe ich in den letzten anderthalb Jahren lernen dürfen, wirkt komisch, funktioniert nicht so gut. Ja, wir lächeln mit dem Mund, wir zeigen mit dem Mund viele unserer Gefühle. Wir sind auch durch das Zeigen des Mundes attraktiv. Ja, also auch ein schönes Gesicht wird mit Maske zu einem gewissen Prozentsatz seiner Schönheit beraubt. Das heißt, wir werden in unserer ganzen sozialen Interaktion ganz stark beschnitten. Wir werden letzten Endes zu Teilnehmern eines grotesken Rituals. Und man kann sich fragen, wer steuert das und warum? Und da will ich jetzt gar nicht ins Verschwörungstheoretische abdriften und irgendwelche Namen nennen, aber ich glaube, diese Überlegungen zu diesem Themenkreis, die sind legitim. Auch in einer Sendung, die den Anspruch hat, eine gewisse Seriosität an den Tag zu legen, so wie wir das heute versuchen umzusetzen oder auch, denke ich, erfolgreich umsetzen, muss man sich aber auch in unserer Zeit, finde ich, diese Fragen stellen dürfen. Aber ich finde, das ist dann auch eben wichtig, dass was ist der Symbolismus dahinter? Also welche Kraft wirkt dort? Ja. Es gibt einmal, wie das, was ich vorhin sagte, ne? Das eine ist das konkrete Handeln im Leben. Und auf der Metaebene sieht man, guck mal, das Arimanische kommt oder das Satanische oder aber diese Kraft ist jetzt da und ein Ritual oder ein Mysterienkult dient eben auch, die Seele zu schulen, über das Weltliche hinaus zu sehen und die wirkenden Kräfte zu erkennen, die da gerade sich präsentieren. Gerade dieses Bild vor Augen, denn diese Konzepte sind natürlich uralt, das Konzept der Hölle, die Erfindung der Hölle, die im Mittelalter quasi das ganze Leben bestimmt hat. Dass man sagt, ich muss alles tun, damit ich bloß nicht in der Hölle lande. Eine Erfindung, die wir auch genau als Bildtradition von Dante wunderbar vermittelt bekamen, wo wir genau wissen, was da passiert und dass ich da doch bitte nicht hin möchte. Und was muss ich tun, um da bloß nicht hinzukommen? Und das ewige Fegefeuer ist heute Long-Covid. Ja, ich meine... Ja, die Langzeitfolgen oder so. Und wir möchten nicht dorthin kommen, wir möchten nicht in die Hölle kommen und deswegen werden wir gesteuert. Ja, und es ist Vermeidung von, ich sag mal, weil wir in Furcht stehen, Vermeidung vor... Fokussiere es jetzt mittlerweile auf eine Unbequemlichkeit. Wir wollen unser altes Leben zurück und alles andere ist es uns unbequem. Aber zu sagen, wir haben eine Haltung, indem wir dem entgegentreten, indem wir versuchen, quasi hinter die Maske zu gucken, wäre vielleicht ein Anschluss,
wo wir weiter uns drüber unterhalten können, wo wir vielleicht diesen Bogen schließen mit der Frage oder vielleicht auch sogar mit der Erkenntnis, woher die Masken kommen. Also du kannst in das Ritual nicht durch die Eingangstür reingehen und dann sagen, ach nee, ich will ja doch nicht und dann gehst du wieder. Aber das geht nicht. Du musst durch. Ich muss kurz einhaken, weil ich den Gedanken, den du gerade gesagt hast, weiterspinnen möchte, wo du gesagt hast, die Hölle ist dann Long-Covid. Weil mir kam sofort die Idee dabei, in einer säkularisierten Zeit, in einer Zeit, die Idee der Hölle im religiösen Sinne verbannt hat, muss die Hölle auf Erden stattfinden. Die Hölle genauso die wie ja auch, genauso ja. wie ja auch das fiktive Paradies, wie es ja auch im Kommunismus praktisch in die Zukunft projiziert wird, ja, oder im Sozialismus, wenn die kommunistische Gesellschaft verwirklicht ist, so muss es aber auch in der säkularen Welt die Hölle auf Erden geben. Da müsste man Sartre. Also wir, oder die Hölle ist in uns. Weil wir eben nicht in diese Heilung kommen. Mhm. Und warum kommen wir nicht in die Heilung? Weil uns Programme vorgegeben werden, die uns davon abhalten. Ablenkungen, die uns nicht mit uns selber in Verbindung bringen. Oder wir erschaffen uns eben diese Hölle, weil wir in dem Logos, in dem materiellen Wortsinne gefangen sind. Und der Mythos von hinten kommt und sagt, ich gehöre dazu, ich bin die andere Seite. Ja, ja. Und der Mythos ist genau das, denn die Masken, und das wisst ihr, kommen von den Mysterien des Dionysos. Das Theater ist entstanden aus den Mysterienspielen, womit sich der Kreis schließt. Die Person, die durch die Maske hindurchspricht, in dem dionysischen Mysterium. Der Grundgedanke ist ja auch, in dem Moment, wo du die Maske aufsetzt, verschmilzt du mit dem, was die Maske symbolisiert, mit der Gottheit, mit dem Fabelwesen, womit auch immer. Die Masken, die heutzutage getragen werden, die sind ein Symbol für die Krankheit. Das bedeutet auch, wenn man das Bild so weiterspinnt, man verschmilzt mit der Krankheit. Ich gebe ihr Kraft, ich lasse sie in mein System ein. Ich akzeptiere, dass es das gibt. Ja. Und normalerweise müsste ich rausgehen ohne Maske. Aber wenn ich in den Laden gehe und die Maske aufsetze oder ins Amt gehe, muss ich mich diesem Kult unterwerfen. Und mein Ego zurückstecken. Und das ist die Macht, die da auf mich gezwängt wird. Mit diesem, gibt ja auch den schönen Begriff des Gesslerhutes, das letzten Endes das Gleiche ist. Oder man macht es wie ich und unterzieht sich diesem Terror nicht und muss dann mit der täglichen Ablehnung seiner Mitmenschen leben und mit ständigen Konflikten und Ausgrenzung. Das ist einfach so. Das muss jeder für sich individuell beantworten. Aber es ist eine Charakterfrage. Und das heißt ja auch so schön, Gegenwind formt den Charakter. Insofern ist es ja auch eine Zeit, an der man wunderbar wachsen kann. Ja, vielleicht ist es genau das auch, wo wir sagen, wir müssen einfach wieder in den Mut kommen. Aber auch das, also wir hatten ja darüber gesprochen, man kann nicht immer Selbsteinweihung machen. Also man kann in einem Kult oder einem Mysterienkult lernen, sich dem Dunklen zu stellen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, dein Handeln hinterfragst, du bist ein überzeugter oder nicht überzeugter Maskenträger, aber du bist ein Maskenträger, weil du denkst, du hast keinen Ausweg, dann stell dich mal deine Angst, beobachte mal deine Angst, die du davor hast, ohne Maske in die Gesellschaft wiederzugehen. Was passiert denn mit dir? Mhm. Ja, und komm wieder in die eigene Kraft zu sagen, ich halte das aus, den Gegenwind, der mir möglicherweise entgegentritt. Weil das ist auch ein Ritual, das ist auch eine Schwellenhandlung. Und wenn du das mal tust, ja, du hast genau die Probleme, also nehmen wir an, dein Laden, in dem du immer einkaufen gehst und du hast gedacht, du hast keine Handlungsmöglichkeit, du hast deine Maske aufgesetzt und irgendwann entscheidest du dich, nee, ich setze meine Maske nicht auf, ich gehe so rein. Und dann kommen genau diese Phasen der Zweifel, das Alleinsein mit der Entscheidung und dann, okay, ich gehe jetzt hinein und dann gibt es auch kein Zurück. Und wenn du es aber schaffst und möglicherweise stellst du fest, es spricht mich ja gar niemand an, dann gehst du aus dem Ritual als Eingeweihter heraus und stellst fest, es war nur eine Kulisse. Es war nur ein Papiertiger. Ich hatte so einen Moment, ich war im Sommer in der Schweiz im Urlaub. Und
es war Testpflicht und wenn man zurückkommt, Quarantäne und was weiß ich. Aber ich musste dahin. Ich hatte auch eine gute Begründung. Aber trotzdem kam die Angst vor der Grenze. Ja. Was passiert jetzt? Und es passierte nichts. Es passierte nichts. Es war noch nicht mal eine Kontrolle da. Nein, es war ein Papiertiger, also ein Leuchtauto. Bitte denken Sie an die Corona-Regeln und testen Sie sich oder so. Ja, aber sonst stand da kein. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ja. Ich war schon längst über der Grenze rüber, wo ich gesagt habe, bin ich überhaupt schon über der Grenze? Du hast den Kult enttarnt in dem Moment. Aber das Prinzip des Mysteriums, das Prinzip der Einweihung, des Rituals, ist immer das Gleiche. Es wird von der dunklen wie von der lichten Seite genutzt. Mhm, aber du kannst daran lernen, wie es funktioniert, wie es mit dir funktioniert und lernen, in die eigene Kraft zu kommen und darüber hinaus zu steigen. Und ich glaube, das ist es, was wir vielleicht heute Abend mitgeben können auf den Weg. Versuchen, dass jeder für sich selber darüber eine Antwort findet, wie er selber wieder in die eigene Kraft findet. Und vielleicht konnten wir heute in diesem ersten Gespräch ein bisschen dazu beitragen, Impulse zu setzen und Anregungen zu geben, das zu schaffen. Und dann machen wir einfach weiter. Würde ich sagen. Hat mich sehr gefreut. Andreas, Charles, ich danke euch. Ja, es war eine Runde, in der wir viel besprochen haben. Und dann machen wir weiter. Danke euch und danke euch, dass ihr dabei wart und Telesterion verfolgt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, liebe Leute.